Nur, dass wir halt leider nicht alles gemacht haben, was zu machen gewesen war. Ich bitte jetzt als erstes die Initiative Liefering zu mir. Die möchten mir 2000 Unterschriften überreichen. Darf ich euch vor Beginn der Sitzung herbeibitten? Gelost es einer. Und ich darf euch dann bitten, dass auf der Galerie Platz nehmt, weil unten ist zu wenig Platz. Ja. Ich darf auch dazu sagen, ihr kennt meine Position, was den Schulneubau betrifft, dass ich auf keinen Fall möchte, dass wir hier, wie wir es dann in der Sitzung beim Tagesordnungspunkt vortragen, auf keinen Fall möchte, dass wir hier Mehrkosten produzieren von 1,6 Millionen. Wenn mir jemand einen guten Alternativstandort für die Halle sagen kann, könnt ihr mit mir jederzeit reden, das ist nicht das Thema, reden muss man immer. Ich bitte nur zu respektieren und ich werde es dann nachher noch im Detail vortragen, was das bedeuten würde für das Schulbudget, wenn wir diese Mehrkosten haben. Und das betrifft auch Kinder. Das betrifft, wie viele Schulpflichtige haben wir in der Stadt? Weißt du, das wäre auswendig. Aber es sind irgendwas bei 14.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es betreffe dann 14.000 andere Kinder und das bitte ich auch im Kopf zu behalten. Aber ich respektiere das Engagement und den Fleiß, den ihr an den Tag gelegt habt. Aber und jetzt übergebt es mir die Unterschriften. So, buongiorno. Herr Gemeinderat Plage, erheben Sie sich. Alles Gute zum Geburtstag. Alles klar. Also, wir sind ordnungsgemäß einberufen, wir sind beschlussfähig.
entschuldigt, respektive beurlaubt ist die Frau Gemeinderat Maukner in ihrer Vertretung, Frau Gemeinderat Markowitz. Muss ich das jedes Mal vorlesen, Rudi? Das ist schon fad, Herrst. Die Frau Gemeinderat Werner in ihrer Vertretung, Herr Gemeinderat Wirr und die Frau Gemeinderat Siebert in ihrer Vertretung, Frau Gemeinderat Evelyn Feichtner-Tiefenbacher. Das zweite, die zweite Sitzung, gell? Angelobt sind wir schon. Dann haben wir richtige Mitteilung. Es ist bekannt, dass die Gemeinderatssitzungen im Internet übertragen werden. Auf jeder Heimatseite kann sie abgelichtet und eingeschaut werden. Ich wünsche dem Herrn Gemeinderat Karl gute Besserung nach seiner Kollision mit einem Kfz, wie ich das verstanden habe. Ja, Radlfahren kann manchmal auch riskant sein. Wir haben ein paar Geburtstage in Erwartung. In zwei Tagen die Frau Gemeinderat Kirsch. In fünf Tagen Frau Gemeinderat Schmidt und dann Gemeinderat Hüttinger und Gemeinderat Wolf. Alle im Juli, wie man so sagt. Habe ich was übersehen? Dann mal Prost. Alles gut. So. Dann haben wir eine Verhandlungsschrift zum 01.02.2012. Ist die genehmigungsfähig? Ja, nein, vielleicht. Ja. Wir haben keine Dringlichkeitsanträge, aber zwei Anträge. Bitte Rudi, lies vor. Heutige Sitzung Gemeinderätin Homola. Das zuständige Amt möge Maßnahmen setzen, dass die Baustellen in der Stadt Salzburg in Zukunft insoweit barrierefrei gestaltet werden, dass Menschen mit Beeinträchtigung, ältere Menschen mit Rollatoren sowie Personen mit Kinderwegen ihre Wege problemlos beschreiten können. Zudem sollen diese Maßnahmen in allen zukünftigen Amtsberichten verbindlich berücksichtigt werden. Ein weiterer Antrag von Gemeinderätin Wörndl. Die Stadt Salzburg stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern künftig die in den jeweiligen Ausschüssen behandelten Akte gleichzeitig mit den Tagesordnungen online zur Verfügung. Alle Antragsbegehren gehört. Der Geschäftsordnung ist geleitet. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Wir haben ein aktuelles Thema, die Finanz- und Schuldenkrise und den Stabilitätspakt. Ich bitte den Herrn Finanzdirektor ans Pult. Bitte eine kompakte Präsentation. Gibt's da ein Mikro? Warum gibt es da kein Mikro? Ja, für den ORF, aber fürs Haus, für den Gemeinderat. Ich habe gebeten, dass man das ausprobiert. Schon eingeschalten. So, schönen guten Morgen. Für all jene, die bereits im Stadtsenat die Sitzung, die Präsentation gesehen haben, ich habe sie etwas erweitert. Gegenstand ist die aktuelle Staatsschuldenkrise, die meines Erachtens durchaus auch eine Finanzkrise ist. Und der Stabilitätspakt, der dann infolge des Regelwerkes der Europäischen Union auf diese Staatsschuldenkrise oder Finanzkrise implementiert worden ist. Beginnen möchte ich einmal mit dem Defizit ausgewählter Staaten in den Jahren 2008 bis 2010. Warum 2008? Weil 2008 das letzte Fiskaljahr war, das uns ordentliche Einnahmen beschert hat und dementsprechend waren die Defizite in diesem Jahr auch relativ gering. Sie sehen das anhand der blauen Balken. Im Jahr 2009, das Jahr der Finanzkrise, sind diese Defizite ordentlich ins Minus gerutscht.
und im Jahr 2010 sind sie dann wieder langsam zurückgegangen. Ja? Also das ist nicht von ungefähr gekommen, sondern die Finanzkrise hat ordentliche Löcher in das öffentliche Budget und in die öffentlichen Budgets gebracht. Die nächste Übersicht zeigt nicht das Defizit, sondern den Schuldenstand, wie sich der entwickelt hat, und ich denke, das ist ein sehr aussagekräftiges Bild. Wenn wir uns vielleicht einmal auf die roten Bezeichnungen konzentrieren, das heißt also, in den Jahren 2008 bis 2010 ist in den einzelnen Staaten der Schuldenstand zwischen 17% und 50% angestiegen. Ja? Also greifen wir zum Beispiel Spanien heraus. Ja? Um 52% ist der Schuldenstand angestiegen. Hier zu sagen, es handelt sich um eine losgelöste Staatsschuldenkrise ohne die Finanzkrise, wäre unrichtig. Ja? Diese Finanzkrise hat bewirkt, dass wir Bankenpakete haben beschließen müssen und dass die Staaten natürlich auch Gegensteuerungsmaßnahmen haben implementieren müssen. Ja, und im Zuge dieser Verschuldung hat dann die Europäische Union den sogenannten Sixpack, Twopack und Fiskalpakt beschlossen. Das ist also eine Ansammlung von Richtlinien und Verordnungen, wo versucht wird, diese Staatsverschuldung ordentlich einzudämmen. Darf ich dazwischen werfen? Wir zahlen jetzt die Rechnung, auch als Stadt Salzburg, für das, was da passiert. Genau. Und man sieht es vielleicht noch ganz kurz an dem aktuellen Rating dieser Staaten. Das sind wieder dieselben Staaten, die ich gerade erwähnt habe. Also im Wesentlichen geht der Trend deutlich nach unten. Alle Staaten sind downgegradet worden, bis auf Deutschland, United Kingdom und die Schweiz. Erstaunlich ist, dass das Vereinigte Königreich nicht downgegradet worden ist, weil wenn Sie sich die vorherige Folie nochmal anschauen, dann die haben eine Staatsverschuldung, die wesentlich höher ist als jene von Österreich oder Frankreich, und auch die Entwicklung, der Outlook ist negativ. Ja. Auch das Rating der USA ist im Vergleich zu den anderen Staaten vergleichsweise günstig, sage ich jetzt einmal. Was bedeutet das jetzt konkret für Österreich und für die österreichischen Gemeinden? Der österreichische Stabilitätspakt wurde als Paktum vor über einem Monat beschlossen und wird jetzt im Nationalrat auch ratifiziert und beschlossen. Geht dann in die Landtage, wo dann gleichlautend mit Beschlüssen dann umgesetzt wird. Die Eckpunkte sind ganz klar, das Staatsdefizit zu reduzieren, den Schuldenstand auch wieder zu reduzieren, und das wird begleitet und flankiert durch wesentlich stärkere Informationspflichten und Sanktionsmaßnahmen. Im Groben kann man sagen, in etwa 15% von allen unstatthaften Überschreitungen, also Vertragsverletzungen, fließen letztendlich einmal auf ein Konto, und wenn man sich nicht bessert, dann ist das Geld weg. Das ist eine wesentliche Verschärfung. Ich würde gerne jetzt auf die 5 Regeln eingehen, die in Zukunft vom Gemeinderat auch bei der Beschlussfassung jedes Budgets und jeder über- und außerplanmäßigen Bedeckung von Ausgaben zu beachten sein wird. Das ist erstens einmal das Maastricht-Defizit. Ich gehe dann auf die Punkte dann noch separat ein. Dann die Schuldenbremse, das sogenannte strukturelle Defizit. Dann die Ausgabenbremse, die Schuldenabbauregeln und die Haftungsobergrenzen. Der erste Punkt, die Maastricht-Regelung. Hat es bisher schon gegeben, war bisher aber eher zahnlos, ja, weil es war Rechengröße, die niemanden besonders interessiert hat. In Zukunft, nämlich in den Jahren 2012 bis 2016, ist das die zentrale Größe des Stabilitätspaktes. Das heißt, wir müssen danach trachten, dass dieses Maastricht-Defizit ebenfalls ausgeglichen ist. Und das ist ganz was anderes als das administrative Defizit, also quasi das, worauf wir bei der Budgeterstellung immer geachtet haben. Wie viel Geld haben wir, wie geht es uns? Ja? Denn Maastricht-schädlich sind grundsätzlich sämtliche Investitionen, egal ob diese über Darlehen oder über Rücklagenentnahmen finanziert werden, ausgenommen die sogenannten Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit im Teilabschnitt 85 bis 89 im Haushalt. Das sind also all jene Bereiche, die also über 50% Kostendeckung haben, einen eigenen Rechnungskreis irgendwie haben und auch weitgehende Entscheidungsfreiheit haben, wobei das sozusagen in der Regel anzuwenden ist auf Kanal, Abfall, Seniorenheime, Wohn- und Geschäftsgebäude. Andere Bereiche wie Kindergärten könnte man reinnehmen, aber da müssten die Einnahmen so hoch sein, dass man über 50% Kostendeckung hat. Und, wir gehen zu Schulen. Schulen.
Schulen, Feuerwehrgebäude, Amtsgebäude, Straßen, Brücken, das ist alles Maastricht schädlich. Und zwar auch dann, wenn ich Rücklagen dafür angespart habe. Das ist wirklich ein Fokus, der jetzt ganz neu ist und den wir wirklich berücksichtigen müssen beim Budget. Das zweite ist das strukturelle Defizit, das eher, sagen wir mal, eine rechnerische Abwandlung des Maastricht-Defizites ist, das ab dem Jahr 2017 dominant wird. Die grobe Berechnungsformel eigentlich Maastricht-Defizit ausgehend bereinigt um einmalige Effekte, wobei das für die Stadt Salzburg, sage ich mal, eher irrelevant sein wird, weil Sie sehen, das müssen Effekte sein über aktuell 300 Millionen Euro, das haben wir in der Regel nicht. Und Konjunkturkomponenten kommen auch rein, wobei die auf Gemeindeebene sehr schwach ausgeprägt sind. Da ist was Antizyklisches drinnen, nämlich also wenn die Konjunktur da niederliegt, dann habe ich mehr Spielraum. Wenn die Konjunktur boomt, dann wird der Spielraum des Maastricht-Defizites eingeschränkt. Spielt aber in der Auswirkung relativ eine geringe Rolle, sodass für die Gemeinde in etwa gelten wird, Maastricht-Defizit ist strukturelles Defizit. Beim strukturellen Defizit gibt es zwei Punkte. Erstens einmal, grundsätzlich müssen wir ausgeglichen sein als Gemeinden, wobei das ausgeglichen ist auch dann erreicht, wenn wir österreichweit, bitte schauen Sie in Spalte 3, 0,02% des BIP erreichen. Das heißt also österreichweit für alle Gemeinden 60 Millionen Euro Abgang ist erlaubt. Das hast du für die Salzburger Gemeinden 3,8 Millionen. Da gibt es nur keinen Aufteilungsalgorithmus zwischen den Salzburger Gemeinden, aber uns trifft immer ein Drittel, kann man sagen, ungefähr. Also de facto brauchen wir eine Punktlandung ungefähr zwischen 0 und minus 1 Million. Und darüber hinaus ist es aber so, dass man ein vorübergehendes Defizit machen darf. Sie müssen sich das so als Girokonto vorstellen, das also einen Überziehungsrahmen hat. Und dieser Überziehungsrahmen ist für die Salzburger Gemeinden 28,6 Millionen aktuell. Das ist gelinkt an das Bruttoinlandsprodukt. Ja, und das muss man aber zurückführen, und zwar konjunkturgerecht, wobei nicht ganz klar ist, was das heißen wird, aber man geht davon 4 bis 5 Jahren aus, wo das wieder zurückzuführen ist. Das heißt, der Spielraum für die Gemeinden, aber auch für das Land, auch für den Bund, wird enorm eingeengt. Der nächste Punkt ist die Haftungsobergrenze. Ja? Also die Haftungsobergrenze. Darf ich kurz einfügen? Das heißt, wir dürfen in einem Jahr unseren Mittelwert von 28 Millionen und den Aliquotenanteil herausgerechnet aus den 26 Millionen überziehen und müssen es dann aber zurückführen. Das heißt, das ist nicht bleibend oder wie wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben, dass wir gesagt haben, ganz bewusst in der Krise investieren wir mehr, um ein bisschen gegenzusteuern und nehmen das aus den Rücklagen, wie wir es immer gemacht haben, sondern das wird uns jetzt negativ angerechnet, auch wenn es das eigene Geld ist. Das ist eigentlich das wirklich Depperte an der ganzen Geschichte. Der einzige Vorteil dieses Systems ist, dass ab 2017 kann man sich halt Beträge ansparen, aber das sind aber nur Beträge, die man ab 2017 sich anspart. Alle bis dahin bestehenden Rücklagen gelten da nicht. Also da haben wir also überhaupt keine Möglichkeit, das anzurechnen. Das nächste sind Haftungsobergrenzen, sind vor allem für jene Gemeinden und auch Länder gedacht, die sehr viel ausgegliedert haben und auch Schulden ausgegliedert haben, das haben wir ja nicht. Daher trifft uns diese Fiskalregel faktisch jetzt nicht. Ja. Sie sehen, wir dürften bis zu 50% als Richtgröße haben und haben nur 11,15% dieses Richtwertes. Also diese Fiskalregel wird uns konkret in der Stadt Salzburg jetzt nicht wirklich dramatisch treffen. Sehr wohl dramatisch treffen wird uns die sogenannte Ausgabenbremse. Die regelt, sage ich es einmal ganz leger, dass man nicht mehr als 0,5% reale Ausgabensteigerungen haben dürfen, zuzüglich Inflation, solange Österreich einen Schuldenstand hat von über 60%. Und da sind wir eben bei knapp 72%. Das heißt, selbst wenn die Einnahmen ordentlich sprudeln und selbst wenn wir einen Schuldenstand haben, der äußerst gering ist, dann dürfen wir diese Mehreinnahmen, die aus der Konjunktur kommen, nicht verwenden. Wir dürften es nur verwenden, wenn wir zum Beispiel eine neue Steuer einführen, ja, und daraus Einnahmen lukrieren. Das also schert sozusagen alle über einen Kamm, sämtliche Gemeinden, solche, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, wie wir, und solche, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Erst dann, wenn der Schuldenstand Österreichs unter 60% sinkt,
dann ist es so, dass unsere Ausgaben, unsere Realausgaben, immer zuzüglich Inflation, dann um das sogenannte Potenzialwachstum, das sich derzeit auf ungefähr 1,4 bis 1,5% beläuft, erhöhen dürfen. Solange Österreich diesen Schuldenstand nicht erreicht hat, eben nur 0,5%. Das ist ganz wichtig für unsere Budgetbeschlüsse. Das heißt also, mit einer Projektionserwartung von ungefähr 2% Inflation für nächstes Jahr, heißt das, über den gesamten Haushalt dürften wir nicht mehr als 2,5% Steigerung haben. Völlig gleichgültig, wie gut es uns quasi strukturell geht. Der letzte Punkt ist dann die Schuldenabbauregeln. Die Intention ist, dass man sozusagen die Schulden rückführt auf diese Grenze 60% oder natürlich darunter. Und da ist die Regelung, dass man in 20stel-Regelungen, also in 5%-Schritten, diese Überschreitung, also alles, was über diese 60% drüber geht, rückführen muss. Man muss dazu sagen, es gibt noch keinen Aufteilungsmodus, wie das jetzt für die Gemeinden ausschauen wird, ja, für die Länder. Dazu gibt es dann eine Verordnung des Bundesministeriums, die in Ausarbeitung ist und wo wir auch eingebunden sind, die dann hoffentlich im Herbst implementiert ist. Aber man muss aus heutiger Sicht davon ausgehen, dass für die Stadt Salzburg das eine Verpflichtung bringen wird, mittelfristig den Schuldenstand zu senken auf in etwa 144 bis 150 Millionen Euro. Ja. Wie gesagt, das ist die erste Approximation. Näheres dann an den Gemeinderat und an den Stadtsenat, sobald diese Verordnung veröffentlicht ist. Danke für diese kompakte Präsentation. Die Diskussion ist. Ich darf noch dazu sagen, der Herr Finanzdirektor ist derzeit eine der meistgefragten Personen in Österreich, weil sich keiner auskennt mit der ganzen Kiste. Er ist so ziemlich der Einzige, der Bescheid weiß und wird deswegen überall eingeladen und unsere Amtsberichte werden angefragt. Aber es ist wirklich, wir zahlen die Zeche, ich sage es jetzt auch bezogen auf Österreich, für 240 Milliarden Staatsschulden. 240 Milliarden. Sehr geehrte Herr, geht es ein bisschen leiser? Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, wir zahlen die Rechnung, wir zahlen die Zeche, Herr Bürgermeister, oder ein Zitat aus einer Presseaussendung von Ihnen. Das ist der perfekte Fahrplan in die Rezession, Arbeitslosigkeit und weiteres Auseinanderdriften zwischen den Volkswirtschaften der EU. Herr Bürgermeister, selten pflichte ich Ihnen bei Ihren Aussagen. Gerade aber hier, was Ihre Kritik an der Europäischen Union und am Stabilitätspakt, der in Wien ausgeheckt wird, angeht, muss ich Ihnen recht geben. Die Folgen der Staatsschuldenkrise haben jetzt auch die Stadt Salzburg erreicht. Allerdings fehlt Ihnen, Herr Bürgermeister, der Mut, offen und deutlich auszusprechen, wer für diesen Stabilitätspakt und wer für diese Staatsschuldenkrise und auch für die überbordenden Schulden in unserem Österreich die Verantwortung hat. Und Schuld hat. Insgesamt 4 Amtsberichte haben wir heute auf der Tagesordnung, die jeden Einzelnen von uns verdeutlichen, wie sehr diese Krise, wie sehr diese Misswirtschaft bei uns angekommen ist. Die Verantwortlichen dafür sind nicht die Österreicherinnen und Österreicher, die Schulden gemacht haben. Wie wir wissen, sind die Menschen in unserem Land leben ein sehr fleißiges Volk. Verantwortlich sind Rot und Schwarz, sind christlich-soziale, sind sozialistische Politiker in Wien und auch in anderen Staaten Europas, die unser Land in Staatsschulden geführt haben, die uns jetzt zu solchen Maßnahmen zwingen
Und genau diese Maßnahmen, die Sie kritisieren, Herr Bürgermeister, werden wieder in Wien von Rot und Schwarz beschlossen. Und da sollte man schon den Mut dazu sagen, wer für diese Staatsschulden in Österreich verantwortlich ist und wer auch für diesen Stabilitätspakt mit die Verantwortung trägt. Ziel, das haben wir heute schon gehört, ist diese Schulden, die Rot und Schwarz fabriziert haben, endlich in den Griff zu bekommen. Ziel dabei ist die Senkung auf 60% der Staatsschulden des Bruttoinlandsproduktes. Wir haben es gesehen, Österreich hat bereits 72%. Wir sind also von den 60 weit entfernt. Spanien, das jetzt in aller Munde ist, nach der Statistik, die wir jetzt gesehen haben, 61%. Nach einer Statistik der Europäischen Kommission, die mir legt, 69%. Auf jeden Fall hat Spanien im Vergleich zu seinem Bruttoinlandsprodukt weniger Schulden als Österreich. Herr Bürgermeister, Sie haben gesagt 240 Milliarden, eine erschreckende Summe. Zählt man dazu die Schulden der Gemeinden, der Länder, der ÖBB und der ASFINAG, die wir als ausgegliedert wohl mitrechnen müssen, dann sind wir auf 268 Milliarden Schulden in unserem Land. Bis zum Jahr 2015 werden nach den derzeitigen Budgetplanungen des Bundes noch 43 Milliarden dazukommen. Das ist die Realität, Herr Bürgermeister. Und für diese Realität, für diese Staatsschulden Österreichs, tragen Rot und Schwarz die Verantwortung. Und wie soll das jetzt in den Griff bekommen werden? Die Finanzabteilung hat uns ja schon einiges besprochen. Es geht am Rücken von Kindergärten, am Rücken von Kindern, am Rücken von Investitionen oder als Beispiel auch an den Rücken von Investitionen, wie auch etwa einem Umbau, einer Sanierung des Rathauses, in dem wir jetzt das erste Mal wieder tagen. Ein erstes Beispiel. Ab dem 1.9.2012, Herr Bürgermeister, Sie wissen es, sind 20% Mehrwertsteuer abzuführen. Auch das ist ein Teil dieses Paketes, dem wir den Staatsschulden zu verdanken haben. Abgesehen davon, dass sich Bauten wie etwa Paracelsus-Bad verteuern, unsere heutige Sitzung wird ja davon beherrscht. Selbst die Bürger, die heute hier als Lieferant zu uns gekommen sind, werden ja auch durch Auswirkungen dieser Staatsschulden hierher getrieben. Diese 1,6 Millionen, von denen Sie immer sprechen, sind direkte Auswirkungen dieser Staatsschulden. Aber Ihre Reaktion darauf ist nicht die, hier Widerstand zu leisten, hier auf Seiten der Bürger zu stehen, sondern es ist sofort wieder die Reaktion von Rot und Schwarz, genau wie bei der Verabschiedung des Stabilitätspakts in Wien. Sich dem Diktatur der Europäischen Union, sich der Diktatur von Wien, der Diktatur von Brüssel sofort unterzuordnen und sofort die Maßnahmen zu setzen, um das durchzusetzen. Das ist doch der Grund, dieser Druck des Stabilitätspaktes, dieser Druck der Änderungen aus Wien, dieser Druck durch die Staatsschulden, dass sie in Liefering nicht einmal mehr bereit sind, mit den Menschen einen offenen Diskurs und eine Diskussion zu führen. Bürgermitbestimmung, Interessen von Kindern, Interessen der Bevölkerung dort werden beiseite geschoben, werden einem Diktator von einer Finanz-EU sofort untergeordnet. Und da sind sich dann bei dieser Umsetzung, bei dieser Unterordnung unter dieser EU-Fiskaldiktatur, da sind sich dann sofort Schwarz und Rot wieder einig. Weil der heutige Beschluss zur Widmung lässt klar erkennen, wir schimpfen zwar Rot und Schwarz heftig und freudig gegen dieses Diktat, aber wir sind sofort bereit, am Rücken der Bürger, am Rücken der Lieferinge, am Rücken von Kindern sofort dieses Diktat umzusetzen und sofort dafür zu sorgen, dass wir sofort die Bereitwilligsten sind. Ich sage es, wir Freiheitliche sind da nicht dabei. Wir nehmen nicht nur Worte in den Mund, sondern wir wollen auch Taten setzen. Wir müssen nicht jedes Wort da umsetzen, wir müssen einmal bereit sein, Widerstand zu setzen. Und wir müssen auch die Interessen der Bevölkerung, die Interessen der Lieferinger, die gerade über 2000 Unterschriften hier überreicht haben, diese Interessen, den Interessen von einer EU-Fiskalunion, von einer EU-Fiskaldiktat einmal unterordnen.
Wir müssen das ins richtige Licht rücken. Wir müssen sagen, in Salzburg, die Menschen sind uns wichtiger als die Diktate, die aus Brüssel oder aus Wien kommen. Ein zweites Beispiel, Herr Bürgermeister, auch wir haben es heute hier gehört. Sobald es sich um sogenannte Betriebe mit nicht marktbestimmter Tätigkeit handelt, dazu gehört jetzt jeder Kindergarten, wahrscheinlich auch dieses Rathaus als Beispiel, ist von einem 15-prozentigen Strafzoll durch Wien bedroht. Dabei werden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von unseren Finanzexperten die Inanspruchnahme von Darlehen und die Inanspruchnahme von Rücklagen gleichgesetzt. So, als ob es dieselbe wirtschaftliche Auswirkung hätte, ob ich aus angespartem Geld, weil man vielleicht was verkauft hat, weil man vielleicht was angespart hat, etwas finanziert oder ob man bei Banken Kredite aufnimmt. Wenn wir über die uns zugestandene Marge durch Rücklagen, durch Angespartes hinausgehen und wir bauen damit einen Kindergarten, eine Schule oder so eine Einrichtung, dann sind wir durch einen 15-prozentigen Strafzoll bedroht. Das ist nichts anderes wie die Abschöpfung von Mitteln von Gemeinden, die noch halbwegs gesunde Finanzen haben in dieser Krise. Setzen wir die 15 zu den 20% dazu, Herr Bürgermeister, dann haben wir gegenüber der früheren Finanzierung einen Strafobolus an Wien abzuliefern von bis zu 35%. Das ist Aushöhlen der Finanzen, das ist eine Umverteilung von Geldmitteln, die vielleicht noch als Rücklagen in einzelnen Gemeinden in Österreich vorhanden sind, vielleicht von Rücklagen, die aufgrund einer vernünftigen Finanzplanung noch in einzelnen Gemeinden da sind, um das in Wien abzuschöpfen, um damit den eigenen Haushalt zu sanieren, um irgendwie wieder mal diese 60% zu erreichen. Aber dabei werden sie gerade die Gemeinden, die gerade im kleinen Bereich bei den Unternehmen, die gerade für die Zukunft unserer Wirtschaft besonders immer wieder als Investoren auftreten. Das, was hier geplant ist, ist eine Wirtschaftsbremse, ist die Vernichtung von Arbeitsplätzen, ist die Schraube, die sich nach unten dreht bereits seit Jahren, diese Schraube noch etwas tiefer zu drehen, die Schraube noch etwas weiter nach unten zu bringen. Vergleichen Sie die Diskussion der Investitionen bei den Gemeinden in Deutschland. Dort wird ein eigenes Investitionsprogramm für Kommunen und auf kommunaler Ebene diskutiert, um die Einschnitte in den deutschen Haushalt auf kommunaler Ebene durch Investitionen wieder auszugleichen. In Österreich passiert genau das Gegenteil. Rot und Schwarz versuchen Gemeinden abzuschöpfen und versuchen die Letzten, die noch Investitionen setzen, die damit auch wichtige Impulse in den Wirtschaftskreislauf setzen, zu behindern. Wenn man sich anschaut, wie jetzt die Euromonetaristen gescheitert sind, so habe ich das Gefühl, dass die Antwort ein Neowirtschaftsliberalismus ist, gegen den sich der Thatcherism und der Reaganomics der 80er Jahre ausnimmt wie ein Sozialprogramm. Staatsschulden sollen auf 60% herunterkommen, aber wofür verwenden wir das Geld, das jetzt durch diese Sparmaßnahmen eingespart werden soll? Es kommt als erstes einmal zu einer Umverteilung von innen nach außen. Die Haftungen, und wir wissen alle die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlagend werden, diese Haftungen, denken wir nur an Griechenland, da sollte eigentlich einmal wirklich endgültig Schluss sein, muss man dazu sagen, diese Haftungen werden schlagend werden. ESM 19,5 Milliarden allein für Österreich, EFSF 21,6 Milliarden sind 41,1 Milliarden. Und wenn ich so ein gutes Jahr zurückdenke, als unsere Finanzabteilung uns damals im Schloss Hellbrunn berichtet hat, dass wir hier mit einem Schuldenberg in Europa dann und auch einem Haftungsvolumen
von jenseits einer Billion zu rechnen haben, haben noch viele gelacht. Wenn ich jetzt sage, Österreich treffen 3% und 41,1 Milliarden treffen uns, so muss man festhalten, dass die Prognose unserer Finanzabteilung gestimmt hat, ja leider durch die Realität sogar übertroffen wurde. Aber für eines habe ich nicht Verständnis, dass hier Sparmaßnahmen gesetzt werden, die von Lieferinger Kinder bis unser Budget alle Menschen quer trifft, alle Bürger, aber zu einer Umverteilung von innen nach außen kommt, nämlich einer Umverteilung nach Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Irland und ich bin ja gespannt, wer dann noch aller daherkommt. Dem muss man mal mit ordentlich entgegenzutreten. Schrecken tut mich dabei aber ganz besonders noch und ich wundere mich, dass es da nicht einen Aufschrei der Sozialdemokratie gibt. Die Umverteilung nicht nur von innen nach außen, sondern die Umverteilung von unten nach oben. Wir haben jetzt gehört, dass auch Banken direkt aus den Mitteln dieser Rettungsschirme bedient werden sollen. Das heißt, die Sparmaßnahmen, die wir hier setzen, das Geld, kommt Banken zugute. Umverteilung von unten nach oben. Wird in ganz Europa abgesegnet, wird auch in Österreich vom Nationalrat abgesegnet. Und Schwarz und Rot sind sich dabei einig. Und was die Finanzkrise angeht, und ich gebe Ihnen völlig recht, die Staatsschuldenkrise ist eng verwoben mit einer Finanzkrise, da hat unsere Fachabteilung recht, so haben wir auch hier wieder zwei Amtsberichte heute auf der Tagesordnung, die uns das verdeutlichen, dass auch wir wieder hier eine Zeche zahlen. Ich zitiere aus dem Amtsbericht Konditionen, Änderungen, Darlehen, Bank Austria. Die Bank Austria, Teil des UniCredit-Konzerns, ist an sämtliche österreichischen Gemeinden mit dem Ansinnen herangetreten, noch in der ersten Jahreshälfte 2012 die Konditionen auf variable Darlehen zu erhöhen. Als Grund dafür wurde die für die stark erhöhten Refinanzierungsbedingungen der Bank verwiesen. Und wo kommen diese Bankschulden her? Woher kommen diese Refinanzierungsbedingungen? Es dreht sich ja schon wieder im Kreis. Die Staatsschuldenkrise, die Finanzkrise, Bankenkrise, Gipfel in dem Stabilitätspakt, findet auch hier wieder seinen Niederschlag auf der heutigen Tagesordnung. Und nehmen wir als vierten Amtsbericht, der heute auf der Sitzung ist, die Ausfinanzierung der KGL-Wohnungssanierungen. Auch hier darf ich kurz zitieren. Obwohl die angebotenen Bestkonditionen österreichweit immer noch die günstigste Finanzierungskondition ist, lehnt die Stadt Salzburg eine derartige Konditionserhöhung strikt ab. Dazu noch der Hinweis, dass Gemeinden der größte Investor in Österreich sind, was ich Ihnen ja auch bereits bestätigt habe. Die Reaktion ist, wir zahlen aus Rücklagen, weil derartige Zinsen, wie sie jetzt durch die Finanzkrise durch die Staatsschuldenkrise, durch den Stabilitätspakt auch mitbedingt nach oben getrieben werden, nicht mehr finanzierbar sind. Ein Gutteil unserer Tagesordnung, unserer Arbeit, wird vom Stabilitätspakt, wird beherrscht davon, dass Rot und Schwarz für Schulden der Republik Österreich verantwortlich sind. Allerdings, man dann auch laut sagen muss, dass die ungeeigneten Maßnahmen, da bin ich ja bei Ihnen, die völlig ungeeigneten Maßnahmen dagegen wieder von Rot und Schwarz gemacht werden. Man muss auch dazu sagen, dass auch die Europäische Union von Rot und Schwarz beherrscht wird. Für diese Misswirtschaft, für die auf allen Ebenen Rot und Schwarz verantwortlich sind, für diese Misswirtschaft zahlen wir die Rechnung, zahlen wir die Zeche, so wie alle Bürger. Herr Bürgermeister, Sie haben recht mit Ihrer Analyse, dass Sie sollten auch den Mut haben, die Schuldigen für diese Staatsschuldenkrise zu nennen. Nur eines, bei einem werden wir Freiheitlichen nie dabei sein. Bei einer Umverteilung von außen nach innen und bei einer Umverteilung
von unten nach oben. Herr Kollege Schöppel, zwei Korrekturen. Ich lasse ihm Ruhe, dass er zuhört. Zwei Korrekturen seien mir erlaubt. Sie haben jetzt rot-schwarz hinlänglich geprügelt. Was logisch ist. Mindestens. Ich erinnere nur daran, vor rot-schwarz war blau-schwarz. Und die Staatsschulden sind nicht über Nacht entstanden. Und das Zweite, um das einfach vorwegzunehmen, ich kann es dann gern nochmal wiederholen. Das, warum ich sage, diese 1,6 Millionen Mehrkosten, wenn wir nach dem 1. September mit dem Bau der neuen Mittelschule in Liefering beginnen, ich möchte euch nur sagen, was das für das Schulbudget bedeutet. Diese 1,6 Millionen sind 4 Jahre das komplette Möbelbudget aller Schulen. Das betrifft alle Kinder, die schulpflichtig sind. Sind 5 Jahre das Budget für die Betriebsausstattung, also Lehrmittel, Kleinmöbel, GTS und so weiter und so fort. 9 Jahre das Möbelbudget der Volksschulen, 12 Jahre das Möbelbudget der Hauptschulen und 32 Jahre das Möbelbudget der Sonderschulen. Ich kann den Schulhaushalt nicht einfach beliebig ausweiten, auch unter den Gesichtspunkten, die vorhin geschildert wurden. Und deswegen sage ich, Freunde, das Money Matters, wie ein Brite das formulieren würde. Und das betrifft dann alle Kinder in der gesamten Stadt Salzburg. So, Wortmeldung, Kollege Galle, Sie können sich gern zu Wort melden, Kollege Fuchs. Ich habe eine Wortmeldung, bitte seien so geduldig und melden Sie. Gut, Tatsachenrichtigstellung, nein, ist von der Bank bitte und nicht vom Rednerpult. Nein. Herr Kollege Fuchs, Sie durchbrechen schon wieder alle Regeln. Und Sie interpretieren das einfach so, wie Sie das wollen. Herr Bürgermeister, ich möchte... Ja, ich weiß, Assistenz kommt immer von der Doris Dazl, wenn der Dr. Fuchs wieder mal die Regeln bricht. Es hat sich der Kollege Galle zuerst zu Wort gemeldet. Wenn Sie eine Wortmeldung machen wollen, dann machen Sie das und machen Sie eine Tatsachenrichtigstellung von der Bank aus. Herr Bürgermeister, ich mache die Tatsachenrichtigstellung von hier, weil der Dr. Schöppel es hören soll. Und wenn ich dann in Richtung Wand rede, dann hört er der Dr. Schöppel das nicht und deshalb gehe ich heraus. Ist das möglich? Ich werde Ihnen in Zukunft Ihre Tatsachenrichtigstellung einfach nicht das Wort erteilen. Das ist die Folge daraus. Und zwar der Herr Dr. Schöppel. Der Herr Dr. Schöppel hat behauptet, Rot und Schwarz sind für die Staatsschulden verantwortlich. Ich möchte den Horizont des Herrn Dr. Schöppel erweitern Richtung Kärnten. Da regiert die FPÖ und die FPK. Und wenn man sich da, nämlich ich habe extra das Chart mitgenommen. Was hat das jetzt mit einer Tatsachenrichtigstellung zu tun? Ja, weil gar nichts. Gar nichts. Weil die ÖVP. Na, und da ist dann die Staatsschulden liegen bitte bei 2,5 Milliarden bei einem Haushalt von 2 Milliarden. Das heißt, wenn wir das vergleichen mit der Stadt Salzburg, dann bedeutet es, dann hätten wir fast dreimal so viel Schulden wie in Kärnten. Und die Haftungen sind 20 Milliarden. So viel zu den Fragen. Gut, Wolfgang, du bist jetzt an Bord. Tut mir leid. Herr Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren, am Beginn sei mir auch ein Wort zum Vortrag von Dr. Schöppel gestattet. Dr. Schöppel, bitte kurz noch da bleiben. Okay, Sie kommen sogar raus. Das müssen Sie jetzt aushalten, Herr Doktor. Also, Ihre Ansage, was es nie mit der FPÖ geben wird, nämlich eine Umverteilung von unten nach oben, die habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil ich denke, in der Zeit der schwarz-blauen Bundesregierung, dass es da keine Umverteilung von unten nach oben gegeben hat, das wäre mir was völlig Neues. Also danke für diesen Geschichtsunterricht, aber ich konnte leider nicht ganz glauben. Kärnten hat mir jetzt der Dr. Fuchs vorweggenommen, aber noch... So ist es. Haben Sie vollkommen recht, Herr Dr. Schöppel. Es gibt auch
die Hypoalpe Adria, wo die Republik jede Menge Haftungen übernommen hat und Geld flüssig machen hat müssen. Hypoalpe Adria, auch da gibt es politische Verantwortung, mit denen die Freiheitlichen offenbar rein gar nichts zu tun haben, ist mir auch neu. Und grundsätzlich bin ich auch traurig darüber, dass es auf europäischer Ebene eine klare politische Dominanz der Konservativen gibt und eben die sozialdemokratische Handschrift europapolitisch zu wenig sichtbar ist. Es gibt jetzt erste Zeichen der Besserung, Frankreich, neuer Präsident, aber ich bin trotzdem froh, dass freiheitliche Politik auf Europaebene nicht tonangebend ist und entscheidungsfähig ist, weil das haben Sie heute, glaube ich, wieder bewiesen mit einem sehr einfachen Weltbild, was ist, wer ist gut, wer ist böse. Die Welt ist ein bisschen komplexer und nicht so einfach, wie Sie es versucht haben darzustellen. Ja, das Thema der Aktuellen Stunde ist die Staatsschuldenkrise, der Stabilitätspakt und seine Auswirkungen auf die Landeshauptstadt Salzburg. Ich möchte einen kurzen Blick werfen, wie geht es eigentlich der Landeshauptstadt Salzburg? Wie schaut es aus um die Finanzen? Und jetzt wissen wir alle, 2008 Wirtschaftskrise, schwierige Zeit seither und trotzdem ist es der Stadt Salzburg gelungen, kräftig weiter zu investieren und den Schuldenstand zu reduzieren. Der Herr Finanzdirektor hat uns heute gezeigt, wie die Staatsverschuldung in fast allen europäischen Staaten mit Ausnahme der Schweiz angestiegen ist seit 2008. In der Landeshauptstadt ist der Schuldenstand gesunken. Wir sind also sowas wie die Schweiz der Kommunen, was die Finanzpolitik betrifft. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft an unsere Bürgerinnen und Bürger. Die Finanzen der Stadt Salzburg sind in Ordnung. Bei uns kann man sich auf eine ordentliche Finanzpolitik verlassen. Der Schuldenstand der Stadt Salzburg ist auf unter 200 Millionen Euro reduziert worden. Seit vielen Jahren wird das Budgetziel keine Neuverschuldung erreicht und eben der Schuldenstand sogar abgebaut. Die finanzielle Situation der Stadt Salzburg ist deshalb im Vergleich zu vielen anderen Städten eine weit bessere. Und ich glaube, darauf können wir stolz sein. Es ist auch das Ergebnis einer schon seit vielen Jahren verlässlichen und stabilen Budget- und Finanzpolitik hier im Haus, hier im Gemeinderat. Und diese stabile Finanzpolitik funktioniert natürlich auch nur, weil man immer wachsam ist und weil man auch gegensteuert. Und ich glaube, die Strukturreform, die wir hier im Hause beschlossen haben, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Prognosen der Finanzabteilung waren durch den Verlust der Ertragsanteile im Zuge der Wirtschaftskrise, wäre das strukturelle Defizit der Stadt Salzburg bis 2014 auf rund 43 Millionen Euro angewachsen. Die Stadt Salzburg hat sich nicht gemütlich gemacht, sie hat sich nicht zurückgelehnt und zugeschaut, sondern sie hat sich zusammengesetzt und hat die Strukturreform beschlossen. Und damit ist das strukturelle Defizit in der Stadt Salzburg eben nicht gegeben. Und das war ein wichtiges Gegensteuern und dieses Gegensteuern, wie man sieht, ist auch notwendig. Zum österreichischen Stabilitätspakt. Ich möchte es mir hier nicht so einfach machen und einfach nur darüber schimpfen und sagen, es ist alles schlecht, sondern vom Grundansatz her ist er natürlich vernünftig. Es geht darum, ausgeglichene Haushalte anzustreben. Es geht darum, Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam in die Verantwortung zu nehmen, dass der Schuldenstand Österreichs nicht weiter ausgeweitet wird. Aber der Teufel steckt natürlich im Detail, wie so oft. Und für die Kommunen, die noch immer darunter leiden, dass die Ertragsanteile zwar wieder ansteigen, aber immer noch weit zurück, dass die Verluste durch die Wirtschaftskrise 2008, diesen Unterschied, den haben wir noch immer nicht aufgeholt und darunter leiden alle Kommunen, die machen es natürlich nicht gerade einfach. Jetzt sind wir in der Stadt Salzburg in der positiven Lage, dass wir einen strukturell gesunden Haushalt haben, dass wir sogar Schulden abbauen. Aber nicht alle Kommunen in Österreich sind in dieser Situation und deshalb ist natürlich zu befürchten, dass es zu einem echten Investitionsstopp, zu einer Investitionsbremse und nicht wie angestrebt zu einer Schuldenbremse kommt, sondern es wird zu einem Investitionsstopp und zu einer Investitionsbremse kommen. Es gibt Detailregelungen, wie zum Beispiel der geplante Entfall der Vorsteuerregelung,
die kommunale Investitionen auf einen Schlag um 20% teurer machen. Es ist etwas, was uns Kopfzerbrechen bereiten muss, wo wir uns überlegen müssen, wie kann man die Finanzpolitik gestalten, damit diese Hürde, die hier aufgebaut wird, diese investitionsfeindliche Hürde, wie kann man die gestalten und meistern? Ich bin froh, dass wir eine sehr gute und österreichweit beachtete Finanzabteilung haben, wo ich sicher bin, dass sie auch gute Ansätze entwickeln werden, wie wir mit diesen 5 Fiskalregeln, die es gibt, wie wir damit in der Praxis umgehen. Aber es macht es nicht einfach, wenn Investitionen in Schulen, in Kindergärten um 20% teurer werden. Und wir werden uns in der Zukunft massiv anstrengen müssen, auch in Zukunft den Haushalt strukturell in Ordnung zu halten, damit wir wenigstens einen letzten Rest an Luft zum Atmen für Investitionen behalten können. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Es macht Sinn, dass sich Europa Gedanken macht, wie kann man eine Auswirkung einer Wirtschaftskrise in den Griff bekommen, wie kann man die europaweite Entwicklung, dass die Schuldenstände der Staaten anwachsen, wie kann man das in den Griff bekommen? Ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, sich Gedanken zu machen, wie kann man Haushalte so gestalten, dass sie ohne strukturelles Defizit auskommen. Ja, das macht Sinn. Aber es macht keinen Sinn, wenn man dabei Rahmenbedingungen schafft und Regelungen in die Welt setzt, die Investitionen abwürgen, die Investitionen schwieriger machen und die das, um was es letztendlich geht, was eben Arbeitsplätze schafft, die Wirtschaft wachsen lässt, nämlich Investitionen der Kommunen, der Städte, die eben diese Investitionen und Arbeitsplätze vor Ort schaffen, wenn man das schwieriger macht und einbremst. Deshalb zum Schluss, wir sollten gemeinsam die Bemühungen des Städtebunds, und weil Sie gesagt haben, Herr Dr. Schöppel, vom Bürgermeister hört man nichts bei diesem Thema, ich glaube, der Bürgermeister ist der federführend im Rahmen des Städtebunds auf diese Problematik für die Kommunen und für die Städte aufmerksam macht. Und mein Appell an Sie alle ist, unterstützen wir den Städtebund bei seinen Bemühungen, hier diese Regelungen im Detail noch einmal zu überarbeiten und vielleicht für die Zukunft hier bessere Regelungen zu finden. Aber möchte ich einfach an Sie appellieren, arbeiten wir hier zusammen und vergessen Sie das gut-böse Denken in dieser Frage. Danke. Danke, Kollege Galler. Ich habe keine weitere Wortmeldung mehr. Ich darf jetzt zur regulären Tagesordnung übergehen. Bauhof Umbaumaßnahmen Wielandner, Lauter V. So beschlossen. Bericht des Frauenbüros zu Gender Budgeting Eigner. Wortmeldungen. Jetzt habe ich die Reihenfolge nicht. Markowitz, Wörndl, Tarzl und wer hat bei der FPÖ aufgezeigt? Achso. Also Markowitz, Wörndl, Tarzl, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, die Herstellung von Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen ist kein neues Thema hier in diesem Saal. Bereits vor genau 10 Jahren, nämlich im Juni 2002, wurde vom Gemeinderat der Frauenförderplan für den Magistrat der Landeshauptstadt Salzburg beschlossen, im Juni 2007 evaluiert und erneuert. Der Wunsch war und ist, dass ausgehend von höchster Stelle des Magistrats die Chancengleichheit und die gerechte Repräsentation von Frauen und Männern Realität wird und dass politische und verwaltungsinterne Aktivitäten transparenter gestaltet werden, so wie wir es auch wieder in dem aktuellen Amtsbericht lesen. Die Auswirkungen von Gender Budgeting sollen auch für Magistratsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürbar sein. Denn ein zentraler Punkt des vorliegenden Amtsberichts ist mehr Chancengleichheit im Erwerbsleben und die Ermöglichung des Zugangs zu Ressourcen und zur Entscheidungsmacht, wie wir es übrigens auch 1:1 im Frauenförderplan wiederfinden. Und wo lassen sich bekanntermaßen diese Ressourcenverteilung und Chancengleichheit besser messen als in der Magistratsverwaltung? Bei den Ausgaben können zunächst einmal die Personalausgaben analysiert werden. Das heißt, wie viele Frauen und Männer sind in der Magistratsverwaltung beschäftigt, zu welchen Bedingungen, in welchen Positionen und welches Einkommen erzielen sie dabei. Um hier
mehr Chancengleichheit und gerechte Ressourcenverteilung herzustellen, finden wir verschiedene Maßnahmen. Zum Beispiel sagt der Gender Budgeting Amtsbericht und auch der Frauenförderplan, man soll bessere Förderungen bei der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, einen verbesserten Wiedereinstieg ins Berufsleben, inklusive der Möglichkeit von Teilzeitarbeit bei Führungskräften und eine Aufwertung der Väterkarenz. Der Frauenförderplan geht hier sogar noch einen Schritt weiter und fordert die Anhebung des Frauenanteils in Führungspositionen auf 45%. Das heißt, bei gleicher Qualifikation und Unterrepräsentation von Frauen in dieser Verwendungsgruppe ist der Frau den Vorzug zu geben. Denn nur durch diese Anhebung der Frauenquote in Führungspositionen erreicht man wirklich, dass Männer und Frauen den gleichen Zugang zu Ressourcen und der Entscheidungsmacht haben, wie auch im aktuellen Amtsbericht eingefordert. Aber auch andere Bereiche werden sowohl vom Gender Budgeting als auch vom Frauenförderplan erfasst. Die Schulungsmaßnahmen und Sensibilisierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf dieses Thema und vor allem der Schutz der persönlichen Würde am Arbeitsplatz. Letztendlich hängt sowohl der Erfolg des Gender Budgeting als auch des Frauenförderplans, gegossen in diese Amtsberichte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrats, deren Führungskräfte und vor allem von Ihnen, Herr Bürgermeister, ab. Nur wenn Sie sich klar zur Frauenförderung und Frauen in Führungspositionen bekennen und mit wehenden Fahnen voranschreiten, wird Chancengleichheit endlich Realität. Danke. Kollegin Wörndl, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Damen und Herren auf der Tribüne, liebe Medienvertreter und vor allem Zuseherinnen und Zuseher im Internet. Ich übernehme gleich die Fahne, lieber Herr Bürgermeister. Heute bin ich über die Staatsbrücke gegangen. Dort wehen signifikante Fahnen, und zwar bunte Fahnen. Fahnen für Gleichberechtigung, Fahnen gegen Diskriminierung. In diesem Fall für Menschen, die homosexuell sind. Aber ich glaube, wir können es weiterfassen und genau mit diesem Amtsbericht Gender Budgeting, der auch unter anderem Gleichstellung des Geschlechtes vorsieht, ist das eine schöne Einleitung. Gender Budgeting, wir haben heute schon einige Anglizismen erlebt, unter anderem, wie sagtest du, lieber Bürgermeister, Money Works oder Money Matters. Geld zählt, ist auch hier im Gender Budgeting Amtsbericht eine Sache, die zählt, und zwar das Geld. Nur leider finde ich keine einzige Zahl. Es wurde schon im Stadtsenat angesprochen, Herr Schöppel. Diese Zahlen fehlen mir noch. Es sind tolle Projekte da drinnen, die sicherlich hart erarbeitet worden sind, aber es sind noch zu wenige Projekte, meines Erachtens, um Gender Budgeting, wie es sozusagen auch definiert war, wird Sichtbarmachung der geschlechtsspezifischen Auswirkung von Budgetentscheidungen, Einnahmen wie ausgabenseitig, das fehlt noch. Es gibt sozusagen auch rechtliche Grundlagen vom Bundesverfassungsgesetzgeber, also müssen wir dem auch nachgehen. 2013 heißt es, dies umzusetzen. Aber gerade weil eben in diesem Amtsbericht steht, nicht nur rein quantitativ soll das umgesetzt werden, sondern eben auch geschlechtsspezifische Wirkung aufs Budget haben, möchte ich diesen Amtsbericht als ersten Impuls verstehen. Als ersten Impuls, dass hier noch wirklich budgetwirksame mit echten Zahlen Amtsberichte nachkommen und erstellt werden. Genderbeauftragte gibt es im Magistrat. Unter anderem auch unser zukünftiger Magistratsdirektor wird ein Genderbeauftragter sein. Ich hoffe, dass er es auch als Magistratsdirektor bleibt, dass er dort in seinem Refugium gendergerecht wirken wird. Besonders freut es mich aber auch, dass sozusagen auch viele Frauen hier genannt werden, die in diesem Gender Budgeting Amtsbericht genannt werden und in ihren Abteilungen wirksam werden sollen. Das Prozedere gendergerecht, wenn man sich die letzten Wochen ansieht im Magistrat, ja, natürlich heißt Gender die Dekonstruktion der Identität, dass es nicht um das Geschlecht geht. Es soll um den Menschen und seine Kompetenz gehen. Aber nichtsdestotrotz hat das auch etwas mit Transparenz zu tun. Und ich glaube, die letzten Wochen haben gezeigt, dass auch wenn man im Genderbereich politisch agiert, die Transparenz einfach nicht vorhanden war. Im Senat haben wir es schon diskutiert, Zahlen fehlen. Es gibt sozusagen keine einzige Zahl, in welchem Bereich welche Auswirkungen wirklich mit absoluten Zahlen sind. Daher denke ich mir, braucht dieser Amtsbericht folgende Zielsetzungen. Im Herbst wird es eine Kulturbudgetklausur geben.
In dieser Kulturbudgetklausur werden unsere Zahlen besprochen. Vielleicht ist es möglich, dass die Abteilung 2 dort eine Gender-Budgeting-Vorstellung präsentiert, die wir dort besprechen können. Wie sieht es im Kulturbereich aus? Ebenso auch im Sozialbereich. Wir haben eine Sozialbudgetklausur. Vielleicht gibt es dort auch eine Budgetanalyse, die gendergerecht agieren kann. Das zweite Ziel der Stadt sollte aber sein, dass es nicht nur in Papier und Worten gegossenes Gender-Budgeting oder Gleichstellung geben soll, sondern es soll auch gelebte Realität sein, dass Mann und Frau gleichgestellt in dieser Stadt leben können, durch Subventionen unterstützt werden, aber auch vor allem im politischen Alltag. Dass es nicht wichtig ist, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern dass es wichtig ist, Kompetenz zu zeigen. Ich glaube aber schon, dass der Frauenförderplan einen Punkt anspricht, dass wenn es darum geht, dass eine Frau kompetenter erscheint, so wie es im Frauenförderplan drinnen ist, dass dieser Frauenförderplan auch durchgesetzt wird. Der Frauenförderplan feiert heute seinen 10. Geburtstag. Ich habe leider keine Geburtstagstorte mit, aber zum 10. Geburtstag gibt es einen Magistratsdirektor. Ich weiß nicht, ob sich das der Frauenförderplan so gewünscht hat. Bitte. Danke, Kollegin. Arzl ist am Wort. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine Damen und Herren, leider konnten wir heute in der Aktuellen Stunde nicht über den Frauenförderplan reden, weil der Bürgermeister der Ansicht war, dass nämlich nicht ein Thema aus der Tagesordnung genommen werden soll zur Aktuellen Stunde, sondern dass es vielleicht nicht opportun ist, bei diesem Gegenstand auch Dinge anzusprechen, die geheim verhandelt werden und über die die Öffentlichkeit nichts wissen darf. Wäre die Vorgangsweise des Bürgermeisters konsequent gewesen, hätte er auch den Tagesordnungspunkt 2 absetzen müssen, denn das Gender Budgeting ist ein Punkt des Frauenförderplanes und daher habe ich hier die Gelegenheit, meine Wortmeldung kundzutun, ob der Bürgermeister sie hören möchte oder nicht. Und weil es vorher einen Zwischenruf gab, Herr Bürgermeister, es kommt immer Assistenzleistung von mir, wenn es um das Stadtrecht und die Geschäftsordnung geht. Ja, Herr Bürgermeister, und auch dieses Mal wieder. Denn Sie haben auch bei der Auswahl der Aktuellen Stunde wieder einmal gegen die Geschäftsordnung verstoßen. Für alle Gemeinderäte, die das Stadtrecht und die Geschäftsordnung nicht mithaben, § 21a, aktuelles Thema, Punkt Absatz 3, liegen mehrere Verlangen vor, bestimmt der Bürgermeister unter Anhörung der Clubvorsitzenden und Fraktionsführer, übrigens nicht gegendert, unter Bedachtnahme auf Abwechslung und Gleichbehandlung zwischen den Fraktionen, welchem Antrag Folge zu leisten ist. Hätte der Bürgermeister sich an die Geschäftsordnung gehalten, wäre das aktuelle Thema heute ein anderes gewesen und wir hätten über die Vorgänge in diesem Haus auch reden können. Ja, hat er uns angehört. Nur mal verstoßen, Frau Clubvorsitzende, danke, hätte ich bald vergessen. Aber wir sehen, wie der Bürgermeister mit den Rechten der einzelnen Fraktionen, mit Minderheiten, mit Demokratie, aber auch mit Frauenrechten umgeht in diesem Gemeinderat, meine Damen und Herren. Ein Amtsbericht, der vor vielen, vielen Jahren in diesem Gemeinderat beschlossen wurde, 2002 über Chancengleichheit auf allen hierarchischen Ebenen, entsprechende Anpassung der Anteile von Frauen und Männern auch in den Führungspositionen. Diese sind nicht nur zu erlangen, sondern auch dauerhaft abzusichern. Sind Frauen unterrepräsentiert, muss so lange mit Frauen besetzt werden, bis wir endlich diese Quote erreichen. Dazu gibt es Arbeitsgruppen und dazu gibt es in dieser Arbeitsgruppe für Frauenförderung und Chancengleichheit auch eine Controlling-Funktion, die über die Umsetzung und die Ziele des Frauenförderplanes zu berichten hat und darauf hinzuweisen hat, wenn die Ziele nicht eingehalten werden. Unter Punkt 2, Personalauswahlverfahren, steht in diesem Frauenförderplan, die Stadt Salzburg empfiehlt aufgrund des Frauenförderplanes, besonders Frauen sich zu bewerben, bei gleicher Eignung werden Bewerberinnen bevorzugt. Meine Damen und Herren, was in letzter Zeit sich abgespielt hat um die Bestellung der Position des Magistratsdirektors, wie mit Frauen umgegangen wird und welche Äußerungen auch in den Medien von Frauen über Frauen getätigt wurden,
spottet wirklich jeder Beschreibung und ich würde jeder Frau abraten, sich noch einmal für so eine Position zu bewerben. Ich spreche keinem der 6 Bewerber für die Magistratsdirektionsposition die Fähigkeit ab. Keinem Bewerber und keiner Bewerberin. Das macht ja nichts. Ich spreche über keine Personaldaten, sondern über Vorgehensweisen, Herr Bürgermeister. Und wenn ich unterbrochen werde, kann ich ja noch gerne ins Detail gehen. Es hätte aber nach den Objektivierungsrichtlinien und nach diesem Frauenförderplan sehr wohl eine andere Vorgehensweise geben können. Wir hätten uns vorstellen können, jedem Kandidaten zuzustimmen und jeder Kandidatin zuzustimmen, wenn sie für uns in einem objektivierten Verfahren Kollegin, auf die Position... Kollegin, darf ich noch sehr aufmerksam, Sie sind jetzt in der nicht öffentlichen Sitzung, Sie sind dabei, das Amtsgeheimnis zu brechen. Herr Bürgermeister, das bin ich nicht. Ich spreche nicht über persönliche Sachen von Kandidaten, dass sich 6 beworben haben und darunter 2 Frauen waren, ist öffentlich bekannt. Dass wir heute einen Beschluss darüber nicht öffentlicher Sitzung machen und danach sie das in der Presse verkünden werden, ist auch klar. Ich spreche über Fakten und Tatsachen der Vorgehensweise und nicht über persönliche, dem Datenschutz unterliegende Sachen. Aber dass der Herr Bürgermeister immer gern die Sachen, die ihm nicht angenehm sind, auf die Seite schiebt, das ist ja eh klar. Bei der direkten Demokratie reden wir auch von Bürgermitbestimmung und plötzlich bringen innerhalb von 14 Tagen Bürger von Liefering über 2000 Unterschriften und heute ist in der Salzburger Nachrichten zu lesen, dem Bürgermeister regt es wenig auf. Das ist Ihr Verständnis von Demokratie und von Frauen. Herr Bürgermeister, aber es geht noch weiter. Der Frauenförderplan 2002, der beschlossen wurde, war natürlich mit einer eingehenden Diskussion auch verbunden. Und ich habe mir das Protokoll aus dieser Diskussion damals hervorgeholt. Und da scheint es doch schon bezeichnend, was der Vorsitzende, damals noch auch Bürgermeister Schaden, zu diesem Thema Frauenförderung und Quoten festgestellt hat. Der Vorsitzende hält fest, dass die Stadtverwaltung Salzburg im Hinblick hier einiges noch zu leisten haben werde, wenn er vom derzeitigen Stand ausgeht, dass von 11 Abteilungsvorständen nur 2 Frauen sind. Ansonsten stellte der Frauenanteil im Magistrat aber mehr als 50% dar und das sei durchaus positiv. Allerdings nicht in den leitenden Positionen, stellt der Vorsitzende fest. Dies soll nun eben geändert werden. Die Vorgabe auf 40% auch in leitenden Positionen und hier eventuell... Ich spreche über... Tatsachen richtig, Frau Hommeler, ich kann Ihnen auch gerne Mikro ins Buch geben, darum habe ich es mitgenommen, weil ihr kennt es alle nicht. Tatsachenrichtigstellungen sind nach der beendeten Wortmeldung und dann bitte gerne. Und in diesem Protokoll steht auch drinnen, dass der Vorsitzende festhält, dass er froh darüber sei, dass die Stadt Salzburg sich nun mit dieser selbst auferlegten Übung begonnen hat. Aber es gibt noch jemanden, dem eine bezeichnende Rolle bei dieser Angelegenheit zukommt, nämlich dem Klubobmann Hüttinger, der im Protokoll sagt, es wäre den Sozialdemokraten in den letzten 40 Jahren, das Protokoll ist aus 2002, in den letzten 40 Jahren für das Personalressort zuständig gewesen, unbenommen gewesen, Frauenförderung im Magistrat zu betreiben. Der jetzige Bürgermeister, so Hüttinger, war etwa schon vor seiner Periode als Bürgermeister, Bürgermeisterstellvertreter für das Personalressort zuständig. Es wäre ihm somit schon lange möglich gewesen, mit derselben sozialdemokratisch stark dominierten Personalvertretung einen Konsens zu finden. Dr. Hüttinger stellt sich die Frage, warum überhaupt Amtsberichte dieser Art notwendig seien. Und Dr. Hüttinger hat einen Zusatzantrag damals gestellt, nämlich die Quote von 40% auf 50% zu erhöhen und fordert alle auf, sie mögen doch in sich gehen und diese Absichtserklärung der Politik, die Frauen im Magistrat zu fördern, nicht nur bei einer Absichtserklärung zu lassen. Ich möchte bei dieser Thematik, und das weiß ich schon, dass das die SPÖ aufregt, weil ihr ja selber auch ein Problem habt, immer Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Wie kann man dann auch nur ruhig sitzen bleiben, wenn die eigenen Fehler vorgeführt werden? Einen Punkt gibt es allerdings, und da muss ich meine Vorrednerinnen leider korrigieren, und zwar hat es im Frauenförderplan von 2007 eine Änderung gegeben.
Die Änderung lautet nämlich, sind Frauen im Sinne von Abschnitt bla bla unterrepräsentiert, kommt eine Bewerberin bei gleicher Qualifikation für die anstehende Planstelle den Vorzug gegenüber dem Bewerber, außer im Einzelfall überwiegen bei objektivierer Beurteilung andere Kriterien, nämlich besonders persönliche Lagen, dann zugunsten des Mannes. Meine Damen und Herren, wir sind damals vielleicht alle drüber gefallen über diesen Punkt, aber diese anderen Kriterien und diese persönliche Lage hat sich genau jetzt wiedergespiegelt. Wir produzieren Schubladenpapiere, die wir schnell beschließen, damit es in der Öffentlichkeit ausschaut, man tut etwas für direkte Demokratie, man tut etwas für Frauengleichbehandlung. Diese Papiere verschwinden nach der Beschlussfassung ganz schnell in der Schublade und wehe jemand, Frau Homola, macht diese Schublade auf und erinnert an die Wortmeldungen von damals. Dann ist die Aufregung groß, weil es nämlich jetzt gerade nicht passt. Wo ist der Aufschrei von den Kämpferinnen für Gleichheit in diesem Gemeinderat? Wo sind die Frauen, die sich bei jeder Gelegenheit herausstellen und fordern, dass alle Schriftstücke gegendert werden müssen? Ja, glauben Sie denn wirklich, den Frauen in diesem Land ist geholfen, indem nicht nur Bürger, sondern Innen steht? Glauben Sie wirklich, dass wir bei einem Gender-Budgeting darauf aufmerksam machen müssen, ob die rechte oder die linke Gehsteigseite jetzt gegendert ist oder nicht? Es geht nicht darum, dass wir uns besser fühlen, indem wir glauben, wir hängen uns irgendein Blättchen um und sagen, wir haben etwas für Frauen getan. Was hier in diesem Gemeinderat und das jetzt seit über 10 Jahren passiert, sind nur Lippenbekenntnisse. Wenn es darauf ankommt, sich für die Rechte der Frauen in diesem Haus stark zu machen, dann schauen die Wortmeldungen sehr dürftig aus. Aber höchstwahrscheinlich, nach meiner Wortmeldung, wird es ja noch die eine oder andere Tatsachenrichtigstellung geben. Meine Damen und Herren, es ist traurig, Papiere zu produzieren, um vorzugaukeln, für die Rechte einzutreten und dann, wenn es darauf ankommt, genau das Gegenteil zu tun. Noch eine Tatsachenrichtigstellung, Kollegin Homola. Danke, Tagesordnungspunkt. Wortmeldung, bitteschön. Ja, Herr Bürgermeister, Sie haben jetzt eine Wortmeldung fast provoziert, weil zu sagen, dass Chancengleichheit im Erwerbsleben kein Frauenthema sein soll, das muss ich dann näher beleuchten und erläutern. Und ich werde es in Form einer Geschichte machen. Ich werde eine Geschichte erzählen. Und zwar, es war einmal ein Bürgermeister und es war einmal so, dass man einen Magistratsdirektor zu bestellen hatte. Und als man vor 2 Jahren in der Öffentlichkeit feststellen musste, dass keine Frau, sondern ein Mann in das oberste Amt einer mir nicht bekannten Stadt gehievt werden sollte, dann war für allen klar, dass hier ein bestimmter Mann in diese Position kommen soll und das mit allen Mitteln. Und es war so, dass man kurz bevor es darum ging, diesen ganzen Bestellvorgang umzusetzen, dass man mal eine öffentliche Ausschreibung machte, so wie es so gehört. Und ganz spannend war, dass eben in dieser Ausschreibung aber kein Hinweis auf die Frauenförderung gemacht worden ist. Weil es ist so, wenn 2 gleich geeignete Personen, fähige Personen, sich bewerben, dann ist der Frau der Vorzug zu geben. Aber man hat es auf die Spitze getrieben, indem man gesagt hat, man hat gesagt, es reicht dieses Signal Richtung Frauen nicht aus, dass wir keine Frauen als Bewerberinnen und Bewerber haben wollten, sondern man hat noch eine maßgeschneiderte Ausschreibung gemacht, indem man gesagt hat, ein Doktoratstudium braucht man, keine Führungserfahrung. Und das war natürlich sehr ungeschickt, weil diese Frauen, also befähigte Frauen, nicht in der Lage waren, hier sich zu bewerben. Es gab einen öffentlichen Druck. Es gab dann einen öffentlichen Druck, damals in der Zeit, in der ich Herr Kollege Fuchs, ich rufe Sie gemäß § 24 GGO zur Ordnung. Und ich rufe Sie gemäß § 24 GGO zur Sache.
Die Sache schaut so aus, dass eine Frau, die sich beworben hat um die höchste Amt in einer mir nicht bekannten Stadt... Ich rufe Sie ein zweites Mal zur Sache, gemäß § 24 GGO. Ich beziehe mich auf den Amtsbericht auf Seite 3, mehr Chancengleichheit im Erwerbsleben. Und mir geht es darum, und es bezieht sich auf das Unternehmen im Unternehmen Magistrat Salzburg, es ist so, dass auf Seite 4 ein bestimmter Genderbeauftragter, Herr Martin Floss, für die ND zuständig ist. Unter anderem ist da auch das Personalamt angesiedelt. Das heißt, maßgeblich bestimmt das Personalamt, wie etwa eine Bestellung vonstatten gehen soll. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, wie das so in der Realität ausschaut. Und dann wird eben... Ich rufe Sie ein drittes Mal zur Sache. Ich unterbreche die Sitzung. Bitte die Klubobleute zu mir.
bitte, die Plätze wieder einzunehmen. Bitte die Plätze wieder einzunehmen. Wir sind während der Sitzungsunterbrechung übereingekommen, dass hier zum Tagesordnungspunkt 2 gesprochen wird. Bitte Ruhe. Hallo. Das ist nicht ein Kasperltheater da, gell? Wir sind in der Sitzungsunterbrechung übereingekommen, dass hier nicht über einen Tagesordnungspunkt aus der nicht öffentlichen Sitzung gesprochen wird, sondern über den Tagesordnungspunkt 2. Ich bitte wirklich, diese Disziplin zu wahren, auch zum Ansehen des Hauses. Kollege Fuchs, Sie sind wieder an Bord. Ja, die ÖVP hat schon mehrfach betont und die Kritik an dem Bestellvorgang kundgemacht. Es ist publiziert worden. Wir werden die Kritik jetzt in der nicht öffentlichen Sitzung dann am Ende der Tagesordnung, der öffentlichen Tagesordnung, weiter besprechen und fortsetzen. Ich werde somit hiermit die Wortmeldung beenden. Ansonsten lauter V. So beschlossen. Gegen Tatzel. Gegen. Gut. Wirtschaftsförderungen. Fuchs. Was denn? Ja. Der Sonderförderung. Entschuldigung, habe ich übersehen. Nelbeck-Viadukt. Formular. So beschlossen. Wirtschaftsförderungen. Fuchs. Laut auf Haus. So beschlossen. Verkehrsverbund. Linie 120. Galle. So beschlossen. Gegen die Freiheitlichen. Das dürfen auch die Stodinger fahren, Kollege Schöppel. Will ich nur zur Aufklärung sagen. An diesem Tarif, gell? Ab 9 Uhr. Kollegin Kirche Eigner, Wortmeldung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein paar Worte gesamt zu den Amtsberichten der Abteilung 2. Verschiedenste Institutionen, verschiedenste Themen, aber letztlich das gleiche Ziel, nämlich die Kraft von Kunst und Kultur für die Menschen erfahrbar und erlebbar zu machen. Und noch mehr über die Erfahrungen und Erlebnisse und die konkrete Arbeit in den Kulturinstitutionen zu erfahren, haben bei den letzten Sitzungen des Kulturausschusses die Kunstschaffenden immer mehr die Möglichkeiten genutzt, vielfältig Einblick in ihre Arbeit zu geben. Drei Beispiele. Mirta Dimitriadu hat zum Beispiel für das Toyhaus Informationen durch Kurzvideos gebracht, über Kleinstkinderförderung, über spezielle Projekte junger Künstler oder hat durch Sandra Schweighofer, ihre Mitarbeiterin, den aktuellsten Pressespiegel gebracht. Susan Quinn und Margret Stranzinger vom Tanzzentrum SEED sind mit jungen Tänzerinnen gekommen, um über den Wert der Tanzausbildung hier in Salzburg zu sprechen und ebenso das Ganze mit Videos hinterlegt. Und drittes Beispiel, Josefa Hüttenbrenner und ihr Mitarbeiter Michael Sommer haben über das Leben und die Arbeit in Kunst- und Kulturinstitutionen und den Wert daraus darüber hinaus gesprochen. Ich habe am Anfang gesagt, die Kraft der Kunst für den Menschen spürbar und erlebbar zu machen, ist ihre Aufgabe. Die Kraft der Kunst für die Gesellschaft zu vermitteln, die Werte, die unsere Gesellschaft so dringend braucht, das ist Toleranz, Respekt, Zuversicht, Mut, Offenheit, um nur die für mich wichtigsten auch anzusprechen. Und dafür möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, den Künstlern und Kulturschaffenden der Stadt Salzburg für ihre Arbeit zu danken. Nicht nur für die Arbeit hier, sondern dass sie grundsätzlich den Beruf als Künstler ergriffen haben, um das hohe Kulturimage und das tolle Angebot in Salzburg aufrechtzuerhalten. Danke sagen möchte ich an dieser Stelle auch einmal den engagierten Mitarbeitern der Magistratsabteilung 2 Kultursportschule und ihrer so kompetenten Leiterin Magister Ingrid Holger-Gordon. Und drittens Danke sagen möchte ich auch an den Ressortchef und an die Mitglieder meines Kultursport- und Schulausschusses für die gute Zusammenarbeit und für die Tatsache, dass es unter uns ein Klima der Wertschätzung und so etwas wie Vertrauen gibt, das für mich die Basis jeglicher Zusammenarbeit ist und das in der Politik nicht hoch genug geschätzt werden kann. Kunst und Kultur ist zu kostbar, als dass man nicht die Kräfte bündelt. Und ich glaube, wir brauchen diese Erfahrungen, gerade in unserer Gesellschaft. Wenn man am Anfang so ein Krisenszenario immer wieder gezeigt bekommt oder das uns auch die letzten Jahre begleitet hat,
wo Misstrauen und Aggressivität mitunter zu spüren ist. Wir brauchen die Vermittlung dieser Menschlichkeit, dieser Werte, von denen ich zuerst gesprochen habe. Denn die eigentliche Krise, die für mich die Basis ist, dass alle diese falschen Entwicklungen, sagen wir so, entstehen, ist die Krise der Menschlichkeit. Mit diesen Worten zu Kraft und Kunst und Kultur stimme ich den Amtsberichten der Magistratsabteilung 2 zu. Danke. Danke, Frau Kollegin, auch für diesen wohltuenden Unterschied. Der Amtsbericht ist so beschlossen. Digitalisierung, das Kino Zuckerstädter, so beschlossen. Blasmusik, Bezirksverband, Mifri, Vira, so beschlossen. Gegen F und gut. Salzburger Kulturvereinigung, Schupfer. Was? Wie Senat und Kulturausschuss, gegen F und Dazl, ja gut. Sieht, Kollege Karl, gegen F. Roland Merkel. Jazzit, gegen ÖVP und FPÖ und Dazl. Teuhaus, Eigner, gegen F, BZÖ. Restmittel, Homola, so beschlossen. KGL, Homola, so beschlossen. Darlehen, Bank Austria, Homola. Fiskalregeln. Aufsichtsbehördlich. Rahman, Homola. Rahman, wir sind bei 18. Voranschlag 2013. Vorbehaltlich. Gegen F. Rechnungsabschluss. Rechnungsabschluss. Gegen F. Gut. Transferzahlungen, Homola. Gegen F. Gut. Ortstaxenverordnung, noch einmal Homola. Was jetzt? Ah! Bist du narrisch. So, wir haben jetzt einen Haufen Flächenwidmungspläne, mit Ausnahme des Punktes 24, das ist Liefering, da wird es eine eigene Abstimmung geben, würde ich meinen, dass wir die en bloc abstimmen. 25 gegen F und 30 mit Zusatzantrag, was, also, ich muss über den Zusatzantrag abstimmen lassen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um Zeichen mit der Hand. Ist der Tagesordnungspunkt 30, Gegenprobe abgelehnt. Dann sind die Tagesordnungspunkte 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 beschlossen. Bei Punkt 25 gegen F und ich komme zu Punkt 24, Liefering, Schmidt. Gegen Bürgerliste und FPÖ, da bleibt es. Wortmeldung Kirsch, bitteschön, Plagi. Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben schon im Planungsausschuss und im Senat über diesen Punkt heftigst diskutiert und ich gehe jetzt doch noch einmal an das Rednerpult, um weiterhin vielleicht einen Meinungsumschwung zu erzielen. Etwas über 2000 Unterschriften sind eigentlich schon Grund dafür, nicht darüber zu fahren, sondern sich zu überlegen, was passiert dort wirklich. Was passiert dort mit diesem Standort? Warum nimmt man mit diesem Hallenbau den Kindern die Wiese weg? Warum verkleinert man, wenn der Hallenbau nicht kommt, verkleinert man auch das Grundstück mit einer neuen Schule, die durchaus richtig ist, dass eine neue Schule gebaut wird? Warum macht man das husch-pfusch? Wir haben gehört, es geht ums Geld. Es geht um 1,6 Millionen Euro, die dann weg sind, wenn wir jetzt länger planen. Ich möchte aber darauf hinweisen,
dass manchmal eine genauere Planung später dann günstiger kommt, obwohl wir die 1,6 Millionen ausgeben müssen, als jetzt mit der billigeren Variante. Denn wie man hört von der Bevölkerung, von den Lehrkräften, den Direktoren, ist unter Umständen das Schulgebäude jetzt schon wieder zu klein konzipiert. Ich möchte niemanden in Abrede stellen, dass er nicht versucht hat, in der kurzen Zeit das Bestmögliche herauszuholen. Ich möchte nicht das Schulamt anklagen. Es ist wirklich wahrscheinlich in dieser kurzen Zeit probiert worden, das zu optimieren. Aber es geht nicht auf Kosten unserer Kinder, dass wir wirklich auf 1,6 Millionen müssen wir halt unter Umständen einmal verzichten und es anders anlegen. Wir gehen alle einkaufen, besonders die Frauen da herinnen haben ab und zu Frustkäufe. Ob es den Männern auch so geht, das weiß ich nicht. Und wie oft ist es so, dass man bei einem Frustkauf nach Hause kommt und sagt, ich habe zwar billig gekauft, kann es aber wegschmeißen, hätte ich teuer gekauft, dann hätte ich was gehabt davon. Ich muss das wirklich einmal ansprechen, dass das vielleicht in diesem Fall auch die gescheitere Variante ist. Und wenn heute Kinder kommen, und Kinder ein Paket überreichen, für jeden Tisch, für jeden Sessel, selbst gebastelt, das Szenario hinstellen, Schule und Halle, und man macht es auf, bei mir steht zufällig drinnen, bitte, bitte nicht. Bei jedem anderen steht was anderes drinnen in der grünen Wiese. Dann muss ich sagen, müsste man sich da schon einmal Gedanken machen, bei so vielen Unterschriften in so kurzer Zeit, was dahinter steckt. Was steckt wirklich dahinter? Dass die SIFPEC das Riedenburger Gelände verkauft, das ist klar. Dass dort etwas anderes entstehen soll, ist auch klar. Nur, was dort entstehen soll, ist noch nicht am Weg. Zumindest ich weiß nichts anderes und unsere Liste Datzel weiß auch nichts anderes. Vielleicht gibt es andere Informationen. Wir hatten einmal ein Gespräch mit dem Herrn Stadtrat und der Herr Stadtrat hat uns ein bisschen erklärt, den Planungssprechern, was dort unter Umständen gemacht werden kann, gemacht werden soll und hat auch gesagt, er könnte sich vorstellen, man hat es auch in den Medien nachlesen können, dass die Riedenburger Sporthalle dort bleibt. Das heißt, warum ist jetzt auf einmal eine so große Eile vonnöten, dass dort bei der Schule eine Sporthalle plötzlich angeschlossen werden soll? Ich frage mich, warum. Wenn noch nichts am Weg ist, wenn noch kein Architektenwettbewerb, noch kein anderer Wettbewerb über das ganze Riedenburger Gelände gelegt ist, dann kann man doch die Ausschreibung von der Stadt so machen, bitte überdenkt es, wir wollen das und das und das und wir wollen aber auch die Riedenburg-Turnhalle dort haben. Die Riedenburg-Turnhalle dort ist eine eingesessene Turnhalle mit x Vereinen, die natürlich dann Angst haben, wenn die Halle wegkommt und wenn sie dort zur Schule kommt, dass sie nicht mehr so frank und frei trainieren können, wie sie auch jetzt trainieren können. Das heißt, bitte, diese Staatsschulden, diese Krise, diese Stadtkrise, Finanzkrise soll nicht zu einer Kinderschülerkrise gemacht werden. Überdenken Sie das bitte noch einmal und regeln Sie das heute noch einmal mit einer Vernunft. Und Vernunft heißt unter Umständen auch, doch einmal tiefer in die Tasche zu greifen, das Ganze neu anzugehen, das Ganze neu zu planen, vielleicht doch diese Schule abzureißen, am gleichen Standort aufzubauen, dann müsste man halt doch einmal mit Containern arbeiten. Aber dann wäre diese Fläche, dann wäre dieser Park, dann wäre dieses Freizeitangebot für diese Bevölkerung dort, die sehr einen sensiblen Bereich hat, würde erhalten bleiben. Ich appelliere wirklich an Ihre Vernunft dort. Ich darf nur daran erinnern, heute geht es um den Flächenwidmungsplan und nicht um den Bau der Sporthalle. Es geht darum, dass wir vor dem 1. September mit der Schule beginnen können. Ich habe eine Wortmeldung, Kollege Badutsch und Michael Warner. Plage ist am Wort. Entschuldigung. Sehr geehrter Bürgermeister, Gemeinderat,
Broschüre haben wir von den Schülern der Lieferinger Schule bekommen. Wenn man sich die Bilder anschaut und all das mit dem heutigen Beschluss vernichten, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand positiv aus diesem Rathaus hinausgeht. Und da bin ich schon bei Ihnen, Herr Dr. Fuchs, weil Sie ja mit der Märchenstunde begonnen haben. Vielleicht sollten wir das mit der Märchen ausklingen lassen, indem wir den Beschluss rückgängig machen, indem wir den Beschluss so fassen, dass die Sporthalle dort nicht gebaut wird. Die Frage stellt sich ja, warum hat man im Vorfeld nicht mit den Schülern, mit den Schulen, Elternvereinen, es sind glaube ich 12 Bürgerinitiativen, die sich da einsetzen, warum hat man mit diesen Leuten nicht vorher gesprochen, was sie gerne hätten und warum hat man zum Zweiten keine Alternativstandorte für diese Sporthalle angeboten, unabhängig davon, dass man sich nur auf diesen einen Platz fixiert und verlegt hat. Wir haben das ja im Planungsausschuss schon gehabt und auch dort sind Vorschläge gekommen, sprich einmal in der Riedenburg selbst zu bleiben, weil es den Vereinen dort ja auch viel besser und angenehmer ist, die Anbindung toll ist, Parkplätze vorhanden sind. Es ist, ja, ist schon korrekt, wir haben dort einen Kindergarten in der Laufenstraße und am Wohnblock, dem seinerzeit gesagt worden ist, es ist deswegen kein Grün, keine Freifläche dort angeschlossen, weil sie ja den Park, die Grünfläche, den Freiraum der Schule mitbenutzen können. Die Frage ist, wo gehen jetzt die hin, wenn nichts mehr zum Benutzen ist? Wenn ich jetzt nach der wunderschönen Aussage vom Herrn Kollegen Ivanov, ist er da, ja? Ist er ausgegangen, gut. Aber ich sage, solange er Lieferinger Gemeinderat ist, wird dieser Hallenbau nicht kommen. Ich nehme an, dass er sein Rücktrittsschreiben schon verfasst hat. Weil das alle Sachen sind, das gehört auch zum Sachenmärchen, etwas den Bürgern, den Initiativen, den Kindern dort zu versprechen und dann, so wie jetzt, nicht da zu sein oder diesen Beschluss trotz alledem zu fassen. Es kann wirklich nicht sein, bei allem Verständnis für den sorgsamen Umgang mit Steuergeldern, dass das jetzt auf den Rücken der Kinder, der Jugendlichen, ja, auf einen ganzen Stadtteil ausgetragen wird. Ich fordere Sie wirklich auf, nicht nur nachzudenken, sondern heute hier diesen Beschluss, so wie er vorliegt, nicht die Zustimmung zu geben. Danke. Adolf. Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, dass es äußerst selten vorkommt, dass ich einen Amtsbericht von mir, der aus meinem Ressort kommt, aus meiner Abteilung kommt, nicht zu 100% mittrage, wenngleich dieser Amtsbericht, was den Inhalt betrifft, sehr, sehr engagiert geschrieben ist, allerdings nicht, was die Widmungsabsicht für die Sporthalle angeht. Ich will auch noch einmal ausdrücklich betonen, dass ich niemanden einen Vorwurf mache, weil am Anfang dieser Geschichte ja tatsächlich das stand, was wir heute am Beginn dieser Sitzung des Gemeinderates noch einmal gesehen haben und was sie inzwischen noch einmal verschärft hat. Und ich verstehe, dass bei diesen Vorzeichen 1,6 Millionen Euro sehr viel Geld sind und vor allem auch die Gefahr besteht, dass wir den Rahmen, den wir bisher aufgrund unserer guten Basisfinanzen immer etwas ausdehnen konnten, in Zukunft nur mehr unter bestimmten Bedingungen jedenfalls deutlich restriktiver ausdehnen können und dass das damit natürlich umso mehr ein Thema ist. Ich bin auch der Meinung, dass die Sporthalle selbst für Liefering nicht ein Nachteil sein muss, sondern dass sie ein zusätzlicher Vorteil sein kann, auch für die Kinder von Liefering, um die es heute ja in erster Linie geht. Und ich will auch nicht so sehr von Bürgerinitiativen sprechen, die sich hier stark machen, sondern ich glaube, man kann durchgängig sagen, es sind Eltern, engagierte Menschen, Ärzte, Leute, die seit langen Jahren in diesem nicht gerade bevorteilten Stadtteil ehrenamtlich oder auch hauptamtlich arbeiten und gerade die Kinder und Jugendlichen dabei im Auge haben. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die Stadt Salzburg
sich letztlich doch entschlossen hat, ein Kinder- und Jugendzentrum im Nahbereich dort zu errichten. Ich glaube, man braucht niemandem erzählen, welche sozialen Spannungen es teilweise gibt und welche familiären Verhältnisse es teilweise gibt und wie es den Kindern in dem Bereich insgesamt geht. Die Halle kann auch ein Vorteil sein, wenn sie als Ergänzung zu dem, was derzeit wirklich sehr engagiert und authentisch vorgetragen, auch in allen Einwendungen, an Qualität, an Freiraumqualität noch vorhanden ist. Und ich denke deshalb, dass es einem Messezentrum zumutbar ist, auf einem Gelände, das ursprünglich zum Naherholungsbereich von Liefering ganz massiv gezählt hat, als Auwald, als ehemaliger Auwald, eine solche Halle auf diesem Gelände zuzulassen. Klarerweise wird es das Messezentrum nicht auf eigene Kosten errichten. Und ich glaube auch, dass das Bild, das der Herr Dr. Nobis gezeichnet hat, von diesem Lieferinger Central Park, der als großzügiger Freiraum zwischen der Laufenstraße oder dem SAZ-Gelände bis zur Schmiedinger Straße sich durchziehen kann, wenn man ihn entsprechend engagiert plant, wirklich eine Perspektive wäre, die es lohnt, verfolgt zu werden. Ich stelle es am Beginn meiner Rede wissend, dass Sie aus Gründen, die ich Ihnen nicht vorwerfen will, eine andere Entscheidung heute treffen werden. Ich bedauere trotzdem, dass es nicht zu dieser großen Lösung kommt. Ich hoffe, dass Sie das, was wir im Amtsbericht ja auch thematisiert haben, tatsächlich ernst nehmen, dass, nämlich dass zumindest der Bau der Halle noch nicht entschiedene Sache ist, auch wenn die Widmung heute von Ihnen beschlossen werden wird und dass wir zumindest diesbezüglich noch einmal schauen, ob es nicht eine deutlich bessere Lösung gibt. In diesem Sinne darf ich den Antrag, den Gegenantrag oder Zusatzantrag der Bürgerliste aus dem Senat dazu auch stellen. Nochmal ein Gegenantrag, damit das klar ist. Gell? Bitte, Kollege Wanner. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, aber vor allem Bewohner und Interessierte aus Liefering. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die in der Stadt unumstritten sind. Das eine ist, wir brauchen eine Adaptierung bzw. Neubau der Mittelschule in Liefering und die soll möglichst qualitätsvoll sein. Und ich denke mir, da ist doch in einigen Sitzungen etwas passiert. Man hat Modelle der Futurumschulen in Wien und in Skandinavien hergenommen und diese hier entwickelt und das doch gemeinsam auch mit dem Elternverband und mit der Direktion. Ein zweiter Punkt, der glaube ich unumstritten ist, für eine eventuell wegfallende Halle in der Riedenburg muss für unseren Sport was getan werden. Und jetzt schließe ich da an, was der Stadtrat Paduc gesagt hat, es ist ja noch nicht tatsächlich festgelegt, wo sie hinkommt. Und wir sind, glaube ich, alle gesprächsbereit, eine sehr gute Lösung zu finden. Allerdings gibt es, und das sind jetzt Fakten, einen Flächenwidmungsplan, der am 18.06. von der Salzburger Landesregierung mit Bescheid vorweg genehmigt wurde. Und in dem eindeutig drinnen steht, dass jede Änderung im Umfang und ein Abweichen im Umfang einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf. Das heißt nichts anderes. Wenn dieser Antrag, der im Planungsausschuss auch schon gestellt wurde, das Aufdröseln zwischen Mittelschule und der Halle jetzt stattfindet, dann kommt es zu 99%igkeit zu keinem rechtzeitigen Bescheid des neuen Amtsberichtes bzw. des neuen Flächenwidmungsplans. Und den brauchen wir bis 31.08. Und jetzt brauche ich nicht aufzählen, dass da ein Regierungsbeschluss notwendig ist, dass da notwendig ist, die Sommerpause in so manchen Gremien zu verkürzen und so weiter und so fort. Das wäre vielleicht möglich. Nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% dorthin zu gehen und die Augen zu verschließen und zu sagen, 1,6 Millionen, gerade nach dieser Diskussion, sind mir wurscht, erinnert mich ein bisschen an meine kleine Tochter,
die sie ins Zimmer eingestellt hat, die Augen zugehalten hat und sagt, das seht ihr mir eh nicht. Das ist Realitätsverweigerung und das bitte einfach mitzunehmen. Und das Geld in der Stadt Salzburg machen nicht wir. Der erste Vorwurf war da, was habt ihr denn da schon wieder ausgekaut, wenn wir nicht auf das Geld schauen würden. Und deswegen glaube ich, na, einen Punkt muss ich noch sagen, und das wissen vielleicht einige nicht, es ist der Aufbauplan der Aufbaustufe in Ausarbeitung, das heißt, er wird nächste Woche auslaufen und da sind Höhenfenster mit 3 Meter festgelegt. Das heißt, mittelfristig und kurzfristig ist dort eine Halle so nicht möglich. Es muss noch einmal der Bebauungsplan der Aufbaustufe besprochen werden, so kenne ich den vorliegenden oder jetzt auslaufenden Amtsbericht, also es wird noch darüber gesprochen, wo die Halle hinkommt. Allerdings, wenn wir keinen Platz finden, dann wird es auch Liefering sein können, aber dann Qualität, für wie es auch der Stadtrat gesagt hat. Danke. Danke, Kollege Wanner, Kollege Fuchs noch einmal. Dann lasse ich abstimmen. Okay. Wortmeldung, gut. Gibt es sonst noch eine Wortmeldung? Das ist, glaube ich, erschöpfend alles gesagt. Ich möchte nochmal die Position der ÖVP erläutern, vor allem weil auch Zuhörer und unmittelbare Anrainer hier sind. Für uns war ja von Anfang an klar, dass die Schulerweiterung und der Schulbau, Neubau, teilweise Neubau, außer Frage stehen muss. Die Errichtung dieser Schule an dem jetzt geplanten Standort ist unumgänglich, ganz einfach, weil wir im Rahmen des Budgets einen relativ strikten Fahrplan haben, was die mittelfristigen Investitionen anlangen, ein enges Investitionskorsett. Und ich befürchte, wenn wir jetzt die Schule fallen lassen, dass dann die Schule Liefering nach hinten gereiht wird. Und das wollen wir auch keinesfalls riskieren. Ich bedauere aber, dass natürlich beide Investitionen, Halle und Schule, im Verfahren verwoben wurden. Das heißt, in Wirklichkeit, und der Kollege Wanner hat es bereits ausgeführt, würde man jetzt nicht den Beschluss fassen, gefährdet man den Neubau der Schule und das wollen wir nicht riskieren. Ich möchte aber für die ÖVP ganz klar sagen, wir stehen bei der Halle massiv auf der Bremse. Und ich gehe aber auch einen Schritt weiter als wie der Kollege Wanner. Wenn nächste Woche der Aufbaustufenplan kommt, dann möchte ich, dass das gesplittet wird. Nämlich die Aufbaustufe bedarf nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, das heißt, da sind wir freier. Und ich möchte, dass man dann nächste Woche wirklich nur für die Schule, wo es ein konkretes Projekt gibt, den Beschluss fassen. Alles andere ist ja Unsinn, hier jetzt mit irgendwelchen Höhenfenstern zu arbeiten. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass der Herr Bürgermeister das, was er immer bei den Verhandlungen zur direkten Demokratie sagt, und ich war bis zuletzt bei diesen Verhandlungen dabei, dass nämlich er die Bürger ernst nimmt, dass er das wirklich auch in die Tat umsetzt. Und bei 2000 Unterschriften sind wir weit schon über einen Initiativantrag, das heißt, die Anrainer haben das Recht, am Verhandlungstisch zu sitzen, die Anrainer haben das Recht, dass Alternativpunkte diskutiert und besprochen werden. Was ich höre sogar, dass sogar die Anrainer finanzielle Unterstützung kriegen, dass das Ganze geprüft wird. Deshalb, es ist höchst an der Zeit, dass der Bürgermeister hier mit den Anrainern spricht. Wortmeldung oder Tatsachenrichtigstellung? Wortmeldung. Zuerst Tatzel, dann Schöppel. Aber dann schließe ich die Rednerliste, oder will sich noch wer zu Wort melden? Ich sehe keine weitere. Herr Bürgermeister, liebe Vertreter der Initiative in Liefering, ich habe bis zum Schluss gehofft, dass man doch noch einlenkt und in diesem sensiblen Bereich schaut, dass man auch für die Bevölkerung dort etwas tun kann. Der Bürgermeister hat mir am Montag die Frage gestellt, ob ich ihm einen Alternativstandort nennen kann. Nein, so schnell nicht. Aber wenn ich heute von Michael Wanner und auch aus dem Amtsbericht höre, dass am 18.06. vorweg das Land eben diesen Plan, den wir heute beschließen, genehmigt hat, dann frage ich mich, warum haben wir die Unterlagen so spät bekommen? Warum wurden die Bürger nicht einbezogen? Warum wir sind im Planungsausschuss nicht stimmberechtigt? Aber wir dürfen nicht abstimmen.
Ich rede von vor dem 18.06., Herr Wanner. Vor dem 18.06. hat der Planungsausschuss diese Unterlagen nicht gehabt. Und ich habe mich gerade auf eine Wortmeldung von dir bezogen, dass die Genehmigung vorab genehmigt wurde. Du darfst eh gerne eine Tatsachenrichtigstellung machen. Es tut immer weh, wenn du was da mir was eigentlich eh nicht wollt. Ich verstehe es, Herr Bürgermeister, ich verstehe es ja auch, dass es schwierig ist, sich jetzt für eine unpopuläre Maßnahme zu entscheiden. Es ist auch schwierig, dass man in diesem Bereich eine Schule bauen soll, die dringend notwendig ist. Ja, sie soll gebaut werden, aber auch mit dem Schulbau sind die Anrainer dort nicht zufrieden. Auch die jetzige Schule, wie sie geplant ist, zumindest von den Plänen her, die Ausführungen noch innen, dafür gibt es ja noch keinen Amtsvorschlag, auch das ist nicht optimal gelöst. Und vor allem immer wieder das Wegwischen der Argumente, wenn Sie jemand für eine Sache einsetzt, dann ist er querulant und dann darf er das nicht kundtun, muss mit Repressalien rechnen. Herr Bürgermeister, es sind über 2000 Unterschriften in kürzester Zeit. Besorgte... Habe ich gesagt, was du gesagt hast? Nein, aber wenn man anderer Meinung ist, hat man bei dir mit Sanktionen zu rechnen, die in alle möglichen Richtungen gehen. Herr Bürgermeister, provoziere mich nicht, sonst kann ich da herinnen noch ein paar andere Sachen sagen, wie es Menschen geht, die sich nicht deiner Meinung anschließen. Aber das ist nicht der Tagesordnungspunkt. Daher würde ich wirklich bedienen. Wir stellen den Antrag Absetzung des Aktes, das versprochene Gespräch des Bürgermeisters mit den Bürgern zu führen. Angeblich soll das Gespräch irgendwann im August stattfinden, da ist alles zu spät. Nach dieser Besprechung eine Sondersitzung zur Beschlussfassung mit ordentlichen Plänen und Eingehen auf die Wünsche und Befürchtungen der dort ansässigen Bevölkerungen und Initiativen und endlich einmal das tun, wovon man immer spricht, die Bürger ernst nehmen. Kollege Schöpfe. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, dass wir die Bürgerrechte und die Interessen der Lieferinger nicht auf den Altar einer EU-Finanzdiktatur opfern dürfen, das habe ich heute schon sehr deutlich gesagt. Allerdings glaube ich eines, dass es hier herinnen eigentlich unstrittig ist, dass wir sagen Ja zur Schule. Der Teil des Amtsberichtes, der ein Ja zur Schule sagt, sollte auch heute beschlossen werden. Ich glaube, das wollen alle und ich bin jetzt überrascht, dass auf Seiten des BZÖs der Antrag kommt der Absetzung, weil die Absetzung heißt auch ein klares Nein zur Schule und für das sind wir nicht zu haben. Allerdings der Gegenantrag, der gestellt ist, der sagt Ja zur Schule und Nein zur Sporthalle. Und deswegen unterstützen wir ihn auch. Und da muss man schon der ÖVP etwas aller Deutlichkeit sagen. Er schafft es wieder etwas, nämlich sich hier an das Rednerpult zu stellen, zu etwas Nein zu sagen und dann bei der Abstimmung dafür zu stimmen. Wenn ihr das macht, was Herr Klubobmann jetzt gesagt hat, nämlich Ja zur Schule, und Bremse bei der Sporthalle, ich zitiere Sie jetzt, dann stimmen Sie den Gegenantrag zu, sonst ist es wieder diese Fadenscheinigkeit, sich vor den Bürgern, die sogar applaudieren, da herzustellen, etwas zu sagen und dann gegenteilig abzustimmen. Ich darf Sie auch an etwas erinnern, und zwar jetzt Ihren Gemeinderatskollegen aus der ÖVP, Ivanov, ich habe da ein Bild von mir, von ihm, also wo draufsteht, solange ich Lieferinger Gemeinderat bin, wird es keine Halle geben. Ich stelle fest, dass derjenige, der aus Liefering kommt von der ÖVP, dass derjenige, der sich hier einsetzt, den Sitzungssaal verlassen hat und an der Debatte nicht ein. Freut mich, ihn begrüßen zu dürfen, dass wenn man ein bisschen Shop doch noch hereinkommt. Und ich bin gespannt auf dein Abstimmungsverhalten, ob du zu dem, was du sagst, hier auch stehst und mit dem Gegenantrag mitstimmst. Ich erwarte mir zumindest von dem einen Lieferinger von der ÖVP, der hier eine klare Aussage trifft, auch ein klares Abstimmungsverhalten, nämlich Nein zu dieser Sporthalle. Die Gelegenheit ist jetzt und nicht anders handeln wie reden. Das haben wir nämlich sonst von der ÖVP in Permanenz gewählt.
So, ich lasse jetzt über die Gegenanträge abstimmen. Der weitergehende ist nach meiner Auffassung der, dass man den Akt absetzt. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe ist abgelehnt, dann lasse ich über den Gegenantrag des Kollegen Bardutsch abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, damit ist dieser Gegenantrag ebenso abgelehnt, dann lasse ich über den Hauptantrag. Ja, nicht, wir sind mitten in der Abstimmung, Kollege Schöppel, wir sind mitten in der Abstimmung. Ich lasse jetzt über den Hauptantrag abstimmen, wer damit einverstanden ist, bitte ich mein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, so beschlossen. So. Vergabeamtsbericht, Deckeninstandsetzung, Markowitz, Lader V. Na, 25 haben wir schon erledigt, gegen F. Ja? Gegen F. 25 ist gegen F. Also, Vergabeamtsbericht, Deckeninstandsetzung, Markowitz, so beschlossen. Straßenpreisverordnung, Haller, so beschlossen. Gegen F. Prüfbericht, Fraktionsgelder, Galley, so beschlossen. Ich bitte die Nichtöffentlichkeit herzustellen. Okay, bitte. Das hat mir keiner gesagt. Also bitte, machen Sie das, kommen Sie bitte schnell heraus. Auf der Tagesordnung und im Ersuchen hier einer raschen Abwicklung ziehe ich natürlich die beiden gerne zusammen. Die Erörterung betrifft die Anfragen an den Bürgermeister Dr. Heinz Schaden und Magister Claudia Schmidt, dass sie den gleichen Sachverhalt oder den gleichen Wurzel betreffen, kann ich mich hier mit einer Wortmeldung und vielleicht die Fragen dann geballt stellen. Es geht um eine sehr interessante Sache, die mir Taxifahrer erzählt haben, dass nämlich einzelne Regierungsmitglieder, wie wir jetzt schon wissen, nicht alle, mit dem Taxi fahren, dort anschreiben lassen, sprich nur im Taxi unterschreiben. Und dann geht die Rechnung über das Taxi auf Wege, die wir noch nicht wissen. Jetzt wissen wir mittlerweile aus Bezugsamt und das Ganze wird vom Bezugsamt direkt bezahlt. Das ist also sicherlich ein Privileg von Regierungsmitgliedern, die eigentlich sonst in diesem Haus niemand hat. Auch Staatsbürger haben sie nicht. Und Staatsbürger, wenn jemand ein Amt im Magistrat aufsucht, wird ja keiner die Taxirechnung dafür zahlt. Oder sagt, sie muss aufs Magistrat, kann ich bitte anschreiben lassen beim Taxi. Also das kommt ja eigentlich nicht in Frage. Gibt es ja einen kleinen Kreis von Privilegierten. Herr Bürgermeister, jetzt komme ich zu meinen Zusatzfragen. Sie haben in Ihrer Anfragebeantwortung zu erkennen gegeben und Sie sind... Herr Bürgermeister, es ist nicht so lustig. Sie sind nämlich ressortzuständig für das Bezugsamt. Und wir wissen jetzt aus der Anfragebeantwortung von der Frau Stadträtin Schmidt, dass das Bezugsamt das zahlt. Sie haben die Frage nicht beantwortet mangels Kenntnis. Das muss ich schon fragen. Haben Sie das Bezugsamt nicht in den Griff oder anders gefragt? Erstens, warum wissen Sie als Ressortzuständiger von dieser Vorgangsweise nicht, dass zumindest ein Stadtregierungsmitglied auf diese Art und Weise mit Taxi-Anschreibkosten durch die Stadt spazieren fährt? Und das Zweite, was ich von Ihnen wissen möchte, wann und wo wurde das genehmigt? Wo gibt es einen Beschluss über diese Vorgangsweise? Das weiß ich nämlich bis heute auch nicht. Kollege Schöppel, auch wenn Sie das jetzt überraschen wird, das Bezugsamt gibt es nicht mehr. Das steht aber in der Anfragebeantwortung Ihres Regierungschefs. Bei mir ist bekanntlich geduldig. Schon, Sie sind Regierungschef. Sie behaupten, die Stadtregierung weiß nicht, welche Ämter es gibt. Mir selber rascht, aber steht da drauf. Sind Sie froh, dass ich Ihnen einmal so ganz pauschal Recht gebe? Desorientierte Stadtregierung, die nicht einmal mehr weiß, welche Ämter das gibt. Darf ich das so festhalten? Gut, aber jetzt ernsthaft. Natürlich weiß ich von diesem Vorgang, aber ich schaue mir die Abrechnungen nicht an. Das ist ja nicht meine Aufgabe, sondern das wird über das Personalamt, dem das Bezugsamt vor, weiß nicht wie viele Jahren, 5 Jahre, 6 Jahre eingegliedert wurde, abgerechnet. Die Praxis gibt es übrigens seit dem Vizebürgermeister Sigi Mitterdorfer, der schon als Stadtrat auf einen Dienstrang verzichtet hat und stattdessen, ich sage mal, diese durchaus vernünftige Regelung begründet hat, dass jene, die nicht im Besitz eines oder nicht über einen Dienstwagen verfügen, klären tut uns ja nicht, mit dem Taxi fahren und die Belege abrechnen. Weil das wahrscheinlich wirklich in Summe sogar eine wirtschaftliche Reform ist. Diese Usance wird
heute weiter beibehalten. Ich selber mache davon nicht Gebrauch, um das auch zu sagen, weil ich eben über einen Dienstwagen verfüge und außerdem über einen Vorradl, ohne Abstellmöglichkeit im Rathaus, aber werden wir auch noch regeln. Das heißt, inhaltlich ist es so, wie es Ihnen der Herr Taxifahrer oder die Taxifahrerin erzählt hat, wirtschaftlich ist es sinnvoll, in der Praxis erledigt das die Verwaltung und nicht der Bürgermeister, bitte das zu verstehen. Sie haben sich jetzt beim nicht mehr existenten Bezugsamt, von dem aber andere Regierungsmitglieder davon ausgehen, dass es noch gibt, für Opposition ein bisschen verwirrend, was sie da abspielt, aber wir nehmen es zur Kenntnis, Sie haben es auf jeden Fall kundig gemacht. Meine Frage, und wie viel Geld kostet das die letzten Jahre gekostet? Das hätte ich auch gern gewusst bei meiner Anfragebeantwortung. Das muss ich ausheben lassen. Ich kann Sie Ihnen gerne über das Amt ausheben lassen. Ich hätte da zwei, was ich Sie bitte. Erstens, wann und wo wurde das beschlossen? Und ich sage es ganz offen. Zweitens, was kostet es? Nämlich auch mit einer Gegenüberstellung der Kosten für die Dienstautos. Weil es gibt offensichtlich zwei Modelle, die unsere Stadtregierung verwendet. Und ich möchte gern wissen, was ist da das günstigere, was ist da die vernünftigere Variante, was ist da das gescheitere. Bitte die Zahlen ausheben zu lassen, das wäre meine Zusatzfrage. Und Frau Stadträtin, an Sie die Frage, woher wissen Sie, wann und wo das beschlossen wurde, auf welcher Rechtsgrundlage Sie das machen, dass Sie in der Taxe das unterschreiben, also irgendwo einen Beschluss geben, den kenne ich nämlich bis jetzt nicht. Und das Zweite, wieso wissen Sie nicht, wie viel Sie selber dabei in Anspruch genommen haben? Das ist für mich unglaublich und nicht nachvollziehbar, dass jemand Taxifahrten auf Steuergelderkosten in Anspruch nimmt und auf eine Anfragebeantwortung schriftlich das nicht weiß. Ich glaube Ihnen, dass man es nicht auswendig weiß. Aber in einer Nachschau, in seine Belege oder bei dem nicht mehr existenten Bezugsamt, von dem Sie glauben, dass es noch immer gibt, würde man das ja erkennen müssen. Es müsste erkennbar sein. Also wieso ist das nicht nachvollziehbar nach Ihrer eigenen Aussage, wie viel das ist? Das kann ja nicht so schwarz sein. Und zweitens, wo steht geschrieben, dass man das überhaupt darf? So ist er. Ihre Unterstellungen sind bekannt, glaube ich, bei allen. Ich kann Ihnen widersprechen. In meiner Anfragebeantwortung steht mitnichten, dass ich es nicht weiß. Natürlich weiß ich es, weil wir rechnen das ja selber ab. Als ich in dieses Amt kam, und es kam bestimmt auch der Kollege Padutsch, den Sie erstaunlicherweise nicht angefragt haben, obwohl der auch ein Taxikonto hat, auf jeden Fall haben Sie das angefragt, wie ich eingetreten bin in das Amt, hat man mir mitgeteilt, dass seinerzeit der Herr Sigi Mitterdorfer verzichtet hat aufs Dienstauto und in der Folge war der Johann. Und dass das geregelt wurde mit dem sogenannten Taxikonto-Service, das eine übrigens sehr übliche Geschichte ist. Das machen große Firmen, wenn sie sich rückversichern bei der Taxizentrale sehr häufig, dass man nämlich bargeldlos mit dem Taxi zahlt und am Ende des Monats kommt dann die Rechnung direkt an den Magistrat oder eine andere große Firma. Ich weiß natürlich, wie viel Taxi ich gefahren bin. Ich habe natürlich diese Aufstellungen. Daneben, dass ich mit meinem Privatauto fahre, dass ich verrechnen könnte, was ich aber nicht tue und sehr viel mit dem Rad unterwegs bin und auch zu Fuß, gibt es hier eine Aufstellung. Da kann ich Ihnen sagen, dass ich 2009 408,90 Euro für Taxifahrten gehabt habe in 12 Monaten, 2010 550,51 Euro, 2011 600,35 Euro. Und bis jetzt wurden abgerechnet im heurigen Jahr 227,10 Euro. Und das können Sie dann gerne den Dienstautokosten gegenüberstellen. Ich glaube, das ist nicht überdimensioniert. Fertig.